König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge König, Bube, Dame, Gast. Und wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir den dunklen Turm noch nicht erreicht haben. Deswegen habe ich mein Quartett wieder zusammengetrommelt und ich begrüße den Hendrian. Hallo Hendrian. Hallöchen. Außerdem den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Den großartigen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und wie auch in der letzten Folge schon den wunderbaren Tobi. Hallo Tobi. Hallo Dela. Ja, wir haben die letzte Folge genau in der Mitte des dunklen Turms aufgegeben, kann man sagen. Und ich würde vorschlagen, genau da machen wir weiter. Die letzten Szenen, die wir hatten, waren das Kennenlernen der Brecher und die letzte Schlacht um El Gulciento. Wir hatten auch schon uns über Eddies Tod und Susannas Trauer unterhalten. Und ungefähr da haben wir aufgehört. Und jetzt besprechen wir weiter und sehen mal, wohin das Ganze führt. Ja, nachdem Eddie jetzt gestorben ist, bleibt ja Susanna zurück, um ihn zu beerdigen, um eben die ganzen Vorbereitungen zu machen und so weiter. Und Jake und Roland, weil die Zeit drängt, müssen jetzt zurück nach Maine zu Stephen King. Und wir bekommen wieder mal einen neuen Neuengland-Teil. Ja, wir haben jetzt mittlerweile den 19. Juni, 15.41 Uhr. Und es ist jetzt 22 Jahre her, dass Roland das letzte Mal in Neuengland war. Und es hat sich natürlich auch einiges verändert. Aber einiges ist auch gleich geblieben. Also er geht in den Gemischtwarenladen von Chip McElroy, den er zum letzten Mal 1977 gesehen hat und der ist wieder da. Und er erkennt auch Roland sofort und hat auch sofort Angst vor ihm. Genau, und auch die anwesende Kundin ist die Tochter von der Frau, die damals getötet wurde. Also man merkt schon, es kann kein Zufall sein. Ja, aber wir treffen nicht nur die Idioten wieder, sondern wir haben auch hier wieder ein nützliches Hilfsäffchen. Allerdings fällt mir hier gerade ihr Name nicht ein. Irene. Ja, Irene, genau. Tannenbaum, ne? Ich glaub, Tassenbaum. Tassenbaum, genau. Und sie wohnt in demselben Haus, wo vorher Callum gewohnt hat. Und sie ist auch ähnlich patent. Also ich muss sagen, an ihrem Charakter habe ich sehr viel Spaß gehabt. Muss ein gutes Haus sein. Wie hat sie euch denn gefallen so generell? Weil wir haben ja oft mal in dieser, vor allem in dieser Romanreihe, die Diskussion mit den Frauencharakteren. Aber ich muss sagen, an ihr habe ich echt Spaß gehabt. Sie ist patent, sie ist nicht hysterisch, sie rennt nicht fuchtelnd durch die Gegend. Und sie hat keine Angst, auch tatsächlich aktiv einzugreifen. Das hat mir gut gefallen. Ja, ich mochte sie, wobei ich mittlerweile, also in der Phase des Buchs, schon überzeugt bin, dass wir keine Charaktere mehr kennenlernen sollen, nur noch Funktionen. Ja. Ja, und deswegen, also ich mag sie sowohl als Figur, möchte sie nicht Charakter nennen, als auch als Funktion. Mhm, okay. Ich weiß nicht. Ja, nützlich auf jeden Fall. Ich glaube, auch King hat sich wirklich bemüht, aber ich musste die ganze Zeit an so 80er-Jahre-Komödien denken, wo reiche, verwöhnte Frau erlebt ein Abenteuer. Und Autoverfolgungsjagden werden dadurch toll, dass sie in doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden. Ja, das ist, da hast du auf jeden Fall einen Punkt, das stimmt. Andererseits gibt es hier tatsächlich auch eine der besten Szenen im Buch, wie ich fand. Und ich glaube, Jonas, du siehst das ähnlich. Weißt du, wo ich hin will? Ich stehe auf dem Schlauch. Als Eufax sagt. Ja, stimmt. Es ist tatsächlich meiner Meinung nach eine der besten Szenen in diesem Buch und die war so schön, die hat mir so viel Spaß gemacht. Überhaupt die ganze Interaktion, die sie mit euch regelmäßig hat, das ist großartig. Es ist auch einer der besten Dialoge in dem Buch. Ja. Ich hatte immer ein bisschen Probleme, mir in Erinnerung zu rufen, dass sie ja schon offensichtlich, sehr alt sein soll. Also so von der Beschreibung, was sie tut und wie sie redet, denkt man, ja, könnte eben so
wie es eben hieß, die Frau, die reiche Frau, die ein Abenteuer erlebt, aber der Unterschied zu so einem Klischeefilm wäre halt, dass sie doch schon relativ alt ist. Also ich hätte sie jetzt auf, sagen wir mal, Ende 40, 50, Anfang 50 geschätzt. In meinem Kopf war sie auch so Mitte 40. Okay, dann habe ich da was falsch verstanden, weil sie ja auch ihren Mann beschreibt. Gut, vielleicht ist ihr Mann deutlich älter als sie. Das kann natürlich auch sein. Hätte ich jetzt gedacht, weil er ist ja hier so Software-Magnat und da wird sich schon sein Profi-Vibe leisten, denke ich mir. Also so habe ich das verstanden. So habe ich auch diese Beziehung gelesen. Ich hätte sie auch tatsächlich älter geschätzt, aber ich habe gerade nachgeschaut. Also sie ist wohl 51 oder 52 geboren und wir haben jetzt 1999. Also tatsächlich ja, Ende 40. Also das Alter hat mich tatsächlich bei ihr in der Alterswahrnehmung überhaupt nicht gestört. Das hat für mich eigentlich ein relativ rundes Bild gegeben. Was mich natürlich wieder genervt hat, ist, dass wir... Also erste Frage ist, ein Gespräch mit euch erfüllt ja auch immer noch nicht den Bechdel-Test. Aber sie existiert halt in ihrer eigenen Geisteswelt auch wieder nur in ihrer Beziehung mit ihrem Mann. Und das hat mich auch wieder genervt. Dass sie nicht, hui, ich erlebe ein Abenteuer, sondern hui, ich erlebe ein Abenteuer, was würde mein Mann wohl dazu sagen? Wisst ihr, was ich meine? Ja, oder hui, da kommt ein Mann und nimmt mich mit auf ein Abenteuer. Genau. Ja, aber gut, das ist, glaube ich, hier vergebene Liebesmühe in dem Buch, was anderes zu suchen. Wahrscheinlich schon, Reihe, ja. Apropos Liebesmühe, hat King durch Zufall mal einen Liebesroman geschrieben? Nein, aber die schlimmste Szene in dieser Hinsicht war in Dead Zone. Okay. Wolltest du darauf hin oder was wolltest du wissen? Nein, es hätte mich jetzt echt mal interessiert, weil mit der Konstellation reiche Frau erlebt ein Abenteuer mit einem anderen Mann, hätte man ja durchaus auch eine Love Story draus machen können. Ja, in Ansätzen ist es das ja auch. Ja, aber halt so, ne? Hätte das sein können, dass King das zwischendrin mal aus Spaß gemacht hat oder so und das da wieder aufgreift. Nicht in dieser Form. Wir haben in Kürze ein Buch, das den deutschen Titel Love trägt. Das liegt aber auch daran, dass die deutschen Titel aus dieser Zeit aus einem englischen Wort bestanden haben, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, da werden wir dann drüber reden müssen, was da passiert. Ich weiß es nämlich auch nur noch so rudimentär, aber ja. Ich habe ein bisschen Angst. Zu Recht. Juhu. Aber hier sind wir wieder in der Diskussion, die wir damals schon geführt haben bei den kleinen Schwestern von Eloria. Denn Roland nügt sie natürlich hinterher, aber wir kommen gleich auf das, was das hinterher dann ist. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Ich meine, er hat mit Rosalita gefildet, er hat sich jetzt sie gekrallt, zu sehr putzigen Gelegenheiten zumindest. Und das ist halt genau das, wo ich in den kleinen Schwestern schon gesagt hatte, dass er jetzt um dieses Mädchen so einen Aufriss macht, kommt mir out of character vor und passt nicht zum Alter, das beschrieben wird. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Na, ich meine, fandet ihr die Szene, dass er jetzt mit ihr fügelt, irgendwie relevant? Oder hatte das für euch irgendwas zu sagen? War das in Schwarz relevant? War das in Illuria relevant? War das sonst irgendwo relevant? Es war einfach so eine Szene, wie wir sie schon ein paar Mal hatten. Naja, aber das ist genau der Punkt. In Illuria wurde so getan, als wäre das die erste Frau seit Susan. Und das ist so ein Trauma für ihn und er hat da seitdem nie wieder eine Frau angefasst. Und jetzt vögelt er sich durch die Bücher. Das finde ich ein bisschen putzig. Ja, aber sie sagt ja selbst, dass er dabei nicht wirklich bei der Sache war, dass er in Gedanken ganz woanders war. Ja, ne, das ist ja auch in Anbetracht der Tatsache, wann das passiert, relativ nachvollziehbar. Aber... Ich meine, wenn er aus Ritterlichkeit mit Frauen pennt, dann hätte er das halt schon wesentlich zeitiger, regelmäßiger tun müssen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Seitenstrang, der hat auch wirklich nichts zu bedeuten. Das ist mir nur immer in Erinnerung, wenn ich eben die Diskussion aus Illuria mir wieder zurückhole, weil mich das sehr irritiert hat.
weil ich eben Roland auch immer für einen Pragmatiker gehalten habe. So von wegen, ja, morgen bin ich höchstwahrscheinlich tot, da hätte ich gern nochmal einen weggesteckt. Das ist halt schön und flauschig und so. Aber ohne dass da ein tieferes Trauma oder tiefere Gedanken drin stecken. Das so sehe ich ihn eigentlich auch. Also da steckt, glaube ich, auch nicht großartig mehr dahinter. Seine große Liebe ist der Turm. Naja, genau. Ja. Und was so auf dem Weg liegt, da kann man sich mal dazulegen, ja. Kam das nur mir so vor, dass das einfach nur ein Dankeschön fürs Mitnehmen war? Also so habe ich das gedeutet. Ja, schon. Also nur ein Dankeschön fürs Mitnehmen, beziehungsweise ein, ach ja, wenn du schon einmal hier bist. Ich möchte es mal mit Dannemann ausdrücken, der hat mal den schönen Satz geschrieben. Er war noch nicht mal schwul, er wollte einfach nur seinen Schwanz in etwas Warmes stecken. Und ungefähr so auf dem Level, glaube ich, befindet sich diese ganze Sache. Na, genau dieses, wenn du schon mal da bist, Gefühl hatte ich halt nicht dabei. Ja, ging mir ähnlich. Okay. Sie beschreibt sich ja auch selbst als ziemlich, ja, vielleicht habe ich daher auch diese falsche Vorstellung vom Alter, als unattraktiv, gerade was ihre Körperlichkeit angeht und so. Das fand ich dann doch sehr irritierend, dass jetzt King darauf so rumhackt, wie schlaff ihr Busen ist und so. So. Also sie wird wirklich als sehr unattraktiv dargestellt, was das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen krasser macht. Ja, der Witz ist halt, wir können halt in diese Romanreihe keine selbstbewusste Frau schreiben. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir eine Frau haben, die aus ihrer Körperlichkeit irgendeine Form von Selbstliebe, Stolz oder irgendwas zieht, was nicht aus Mütterlichkeit geboren ist? Das geht ja nicht. Ich meine, Mia mit ihren tollen Brüsten und Susanna mit ihren tollen Brüsten, das ist ja nur, weil sie schwanger ist und ihrer natürlichen Funktion als Frau entspricht. Dass Frauen älter werden und dass Frauen Körper haben und die vielleicht auch gelegentlich mal lustlos sind, das ist natürlich verdammenswert. Ich meine, ich bitte dich. Naja, bei Susanna hat er doch schon ein bisschen mehr reingebracht. Ich weiß, du magst die Figur nicht, und, aber das sehe ich ein bisschen anders. Wobei, wann reden wir über Susannas körperliche Attribute, die keine Fehler sind? Gib mir ein Beispiel. Ach Gott. Also so im dritten, vierten, fünften Buch, da gibt es einige Beispiele. Ich habe es natürlich jetzt nicht mehr im Kopf. Also so Sachen wie das Revolvermann-Training und so Zeug. Ja, aber da ist es wieder ihre Funktion und nicht ihr Körper. Es wird nie beschrieben, dass Susanna in irgendeiner Form attraktiv ist oder in irgendeiner Form auch nur weiblich. Für Eddie auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es auch Szenen, die nicht von Roland, sondern von Eddie beschrieben werden, wo das, ich habe natürlich jetzt kein Beispiel, aber in meinem Kopf gibt es diese Szenen. Ich würde die Theorie äußern, sie sind nur in deinem Kopf, aber ich gebe dir den Punkt trotzdem. Es ist ja auch hier kein Wettkampf, da würde ich ja eh verlieren. Ja, naja, auf jeden Fall, bevor wir aber dazu kommen, also wie gesagt, Irene, ich habe an ihr Spaß gehabt. Sie ist ein Abziehbild, aber ich habe an ihr Spaß gehabt. Und wir müssen jetzt Stephen King retten. Und wir wechseln dann auch kurzzeitig in die Perspektive von King so ein bisschen rein, wie dessen Tagesablauf so ist, was er so vorhat und so weiter. Und ich muss sagen, auch wenn ich immer noch grundsätzlich dagegen bin, dass King sich in dieses Buch reingeschrieben hat, ich mochte die Art, wie das geschrieben ist. Es strahlte sehr viel Ruhe aus. Ja, Ruhe, ja, schon. Sehr viel Humor für mich halt auch wieder. Das las sich für mich wieder wie ein King Forward. Wisst ihr, was ich meine? Ja, genau. Das, gerade als du es selber sagtest, da fiel es mir ein. Es klang eben so, wie er seine Vorworte schreibt. Genau. Mit demselben Humor, ja, genau. Ja, wobei das später noch viel heftiger kommt. Aber hier sind so die ersten Ansätze drin. Das ist so dieser Breaking the Fourth Wall, also Meta-Humor. Der kommt ja auch immer wieder vor. Ja, das mit der vierten Wand habe ich mir auch notiert. Ich wusste gar nicht, ob man das eben, diese Analogie so bildet bei einem Buch. Es erinnerte mich natürlich an Stark, weil da ist ja auch, klar ist es da wieder eine Ebene tiefer, weil der Autor in dem Buch schreibt und damit etwas manifestiert, aber so ähnlich ist es hier ja eigentlich auch.
Wie fandet ihr denn diese Szene im Auto des Unfallfahrers? Weil ich muss sagen, der ging mir so unglaublich auf den Sack. Ich meine, der soll einen auf den Sack gehen, das verstehe ich. Aber das war auch wieder so unglaublich langgezogen und schwachsinnig. Und es hat mich so genervt. Ja, aber gerade das Langgezogene fand ich gut. Weil es diesen Weg auf den unvermeidlichen Unfall hin unfassbar ja lang und zäh wirken lässt und du willst, dass es vorbeigeht, aber du kannst auch nicht weg und ja, es ist wie so ein Unfall in Zeitlupe. Genau. Genau. Also ja, ich sehe ein, dass das gewollt war, auf jeden Fall. Ich fand es halt nur nicht gut, aber ja, ich verstehe den Sinn dahinter. Jonas? Das Langgezogene, das hat mich jetzt nicht so gestört. Mich hat nur die Dummheit von dem Kerl so aufgeregt. Mhm. Dass er einfach nicht auf die Idee kommt, dieses Ding mit da vorne auf den Beifahrersitz zu stellen und seine Hunde dann einfach getrennt sind. Und das hat mich so genervt. Mhm. Ich fand das witzig mit der Pinkelpause, dass Jake mit ihm Fühlung aufnimmt und ihn zwingt, eine Pinkelpause einzulegen, obwohl er gar nicht muss. Lustigerweise haben wir ja ziemlich genau das auch bei Dreamcatcher. Als er ja auch den Fahrer zwingt, also diesen lustigen Alien zwingt, Dinge zu essen und sich dann fürchterlich tot zu scheißen und so. Also das ist auch eine Idee, die hatten wir auch schon. Ja, und auch Dreamcatcher ist ja auch etwas, das sehr, sehr eng mit seinem Unfall verbunden ist. Kurzer Abstecher, also es war ja der 19. Juni 1999, der Tag des Unfalls. Am 21. September 2000, also etwas über ein Jahr später, also an Kings Geburtstag, ist dieser Fahrer dann tatsächlich gestorben, im Alter von 43 Jahren. Was natürlich ein paar Verschwörungstheorien aufgemacht hat. Und das Buch, über das wir jetzt hier reden, ist genau auf den Tag genau 4 Jahre später erschienen. Auch spannend. Ja, aber damit wir jetzt weiterkommen, es passiert dann halt das, was passieren muss. King und das Auto treffen zusammen. Eigentlich möchte Roland, der schon ahnt, dass hier irgendwas ganz gewaltig schiefgehen wird, sich opfern und King selbst retten. Aber seine gottverdammte Hüfte gibt natürlich im falschen Moment nach. Und Jake reagiert, ohne drüber nachzudenken, und wirft sich zwischen King und das Auto, um King zu retten. Und wird damit das zweite Mal überfahren. Wie ging es euch mit diesem Tod? Er war ja eigentlich absehbar. Also das war ja im Gegensatz zu Eddies Tod, der ganz überraschend kam, auch wenn ja angekündigt war, dass es ein Treffen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber hier war es ja so, dass es war klar, dass es passieren wird. Ich habe das Buch ja vorher schon mal gelesen, aber ich fand, das war nun wirklich absehbar, dass Jake das nicht überleben wird. Weil, dass Roland nicht stirbt, das ist ja jedem klar. Aber dass in diesem Kontext einer stirbt und somit blieb nur Jake übrig. Mhm. Ja, klar war es. Mir war klar, dass Roland nicht stirbt. Dass Jake stirbt, fand ich schade, weil ich mochte ihn sehr. Es war vielleicht abzusehen, aber ja, es war trotzdem nicht nett, sag ich mal. Und es hat mich dann doch ein bisschen gerührt, wie Roland getrauert hat. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Mich hat vor allem Eus Trauer extrem berührt, als er am Grab sitzt. Ja, aber damit habe ich tatsächlich mehr gerechnet. Das hat mich nicht überrascht. Ja, es ist nicht überraschend auf jeden Fall, ja. Wie findet ihr denn diesen Zirkelschluss, dass Jake jetzt wieder überfahren wird? Weil ich weiß immer noch, das ist kein Zufall, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, der Kreis schließt sich, K ist ein Rad. Was soll man dazu sagen? Also denkst du, darauf läuft es hinaus? Darauf läuft es hinaus, genau. Okay. Ich habe eine Theorie, da kommen wir aber erst am Ende dazu. Okay. Ja. Andere Frage, wo wir gerade bei Theorien sind. Ist das für euch jetzt die fundamentale Welt? Weil da kommen wir gleich zu einem Problem, was ich mit dieser Geschichte habe, dann kommen wir an der Auflösung drauf. Aber ihr seid euch auch wie ich sicher, ihr habt das so verstanden, als die Welt, in der King existiert, ist die fundamentale Welt. Ja. Genau.
Okay. Ja, genau, Flo. Mhm. Ja, sprich mal weiter. Ja, nee, ich will das aufklären, wenn wir dann soweit sind, aber ich will erstmal ein generelles Stimmungsbild. Also, wir haben 2 Stimmen für, ja, es ist die fundamentale Welt. Dann sage ich nein. Ich sag auch nein, okay? Hendrian? Bauchgefühl sagt ja, Kopf sagt, aber da war doch noch irgendwas. Okay. Ich bleib mal bei ja. Okay. Was ich sagen muss, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, und da hat man ganz extrem gemerkt, dass King mit körperlichen Schmerzen vertraut ist, ist die Genesung Rolands von Kings Schmerzen. Oh ja. Erstens fand ich es fantastisch, dass er von seinen Schmerzen geheilt wird, wenn King eben doch nicht ganz so schlimm zu Schaden kommt. Das fand ich großartig. Aber was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass er immer diese Phantomschmerzbewegung macht. Und das ist was, das hab ich so tief drin. Das macht er halt auch. Und das finde ich großartig, dass er sich immer noch die ganze Zeit die Hüfte reibt. Ja, in Erwartung des kommenden Schmerzes, der dann nicht kommt. Genau. Ja. Genau. Dann gehen wir, also wie gesagt, Jake ist tot, wir beerdigen ihn. Roland geht mit Irene aufs Hotelzimmer, legt sie und verabschiedet sich dann. Sie fährt ihn wieder nach New York, glaube ich, ne? Ja. Ja. Damit er durch die Tür gehen kann, mit der er sich wieder mit Susanna vereinigen kann. Susanna wiederum hat sich auch mit dem Endweltzug in Bewegung gesetzt. Und wir treffen uns wieder und erfahren jetzt, wie quasi Susannas Reise war. Und da muss ich sagen, hat das für euch irgendeinen Sinn gemacht oder war das irgendwie relevant? Nee, ne? Überspringen wir gerade die Begegnung von Roland mit der Rose? Ja. Ja, Entschuldigung, bitte okay. Ausführen, weil ich hab's vergessen. Ich habe nur gerade gesehen, dass wir das tun. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe die Szene irgendwie nämlich nicht kapiert. Also ich glaube, es war so, er lässt Irene in New York auf dieser Parkbank sitzen, wo auch Susanna schon mit mir saß. Genau, an diesem Brunnen mit der Schildkröte. Mit der Schildkröte, ja. Genau, und er läuft in dieses lustige Bürogebäude, was aussieht wie ein schwarzer Turm, und sieht da seine Rose und sieht, dass sie immer noch da steht, dass es eben einen kleinen Innengarten gibt und so, und dass niemand diese Rose was tun würde jemals. Aber warum muss er das sehen? Ich meine, wenn diese Rose nicht mehr da wäre, das hätte er doch gemerkt. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ja, aber nur weil man weiß, man würde merken, wenn etwas passiert. Es kann ja sein, dass es vielleicht doch nicht so ist. Ja, aber diese Bücher sind doch voll davon, von Dingen, die Roland einfach weiß oder merkt oder vorahnt oder sagt, das ist so. Ja, aber ich glaube, er musste ja sowieso dahin, um das Kreuz wiederzuholen, das er ja zum Turm bringen will. Ja, war das, kriegt er es da wieder? Ja, also er bekommt... Okay, gut. Er trifft sich da ja... Wen trifft er denn da alles? Diesen steinalten Mann? Ach ja, natürlich, genau. Das ist ja diese Unterhalt. Stimmt, ihr habt recht. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Entschuldigt. Ja, genau, er trifft Carver wieder. Und er trifft quasi die Nachfahren von Tower und... Wie heißt der andere? Die Benoit. Genau, ja, stimmt, ihr habt recht. Und da muss ich sagen, an Carver habe ich wahnsinnig viel Spaß gehabt, tatsächlich. Und wir treffen den Gottbombe-Mann wieder, zumindest in Erwähnung. Das finde ich toll. Ja, das ist voll gut. Ich war etwas irritiert. Also muss man jetzt sehen, dass die Figur, die das sagt, ist ja selber schwarz, aber es wird sehr oft das N-Wort in diesem Abschnitt benutzt. Wie gesagt, durch schwarze Personen. Insofern würde man wieder sagen, ist okay. Aber ich finde es immer noch irritierend. Das Buch ist ja nun auch schon wieder ein bisschen älter. Ich weiß, würde mich halt fragen, ob man heute das immer noch so... Naja, ich wüsste auch nicht, wie man es anders übersetzen könnte. Ich glaube, ja, Hendrian? Es ist spannend. Diese Info, dass er schwarz ist, hat mir völlig gefehlt. Ich habe den einfach für einen uralten Rassisten gehalten. Nee,
Das tatsächlich nicht. Also er ist selbst schwarz. Und das fand ich aber tatsächlich eine ziemlich coole Szene auch in dem Buch, dass er halt gelegentlich in seinen ursprünglichen Soziolekt zurückfällt, sagen wir es mal so, und dafür von der weißen, oder ich glaube ja, von der weißen Tochter von Tower regelmäßig gemaßregelt wird. So sinngemäß, du sollst doch, du bist doch viel intelligenter als das. Ja, ich fand es auch gut, dass es einfach nicht einfach nur stehen gelassen wird, als so spricht er halt, sondern dass es angesprochen wird. Und dass er es absichtlich macht. Er macht es absichtlich, um diese Reaktion zu provozieren. Und um eben quasi sein kulturelles Erbe, so merkwürdig das vielleicht sein möge in dem Moment, er karikiert sein eigenes kulturelles Erbe für sich selber, weil ein normales, unüberzeichnetes Ausleben würde wieder in irgendeiner Form schlecht gemacht werden. Dadurch er das selber vorwegnimmt, dadurch er selber karikiert, kann es ihm niemand wegnehmen. Also ich fand den Umgang eigentlich in der Szene ganz cool damit. Aber wie gesagt, ich bin selber weiß nicht, wie weit ich dazu eine Meinung haben sollte. Sagen wir mal so, er hat es in Sarah mehr thematisiert und schlechter gemacht. Ja. Ja. Würde ich unterschreiben. Ja, ich fand dann noch interessant, dass ja, also einmal haben sie ja so eine Art eigenes Brecherteam, also Leute mit auch irgendwelchen besonderen Fähigkeiten, die versucht haben, auf einer, sag ich mal, höheren Ebene irgendwie Dinge herauszufinden. Und dann beschreibt die Nancy noch, dass sie sagt, 3 Männer und 2 Frauen, alle mit herausragenden Fähigkeiten, die von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags nichts anderes tun, als Stephen Kings Werke zu lesen. Irgendwie dachte ich, kommt mir bekannt vor. Ja, schon, da habe ich auch sehr gelacht. Immerhin werden die dafür bezahlt. Kommen wir zum Werbe. Ja, auf jeden Fall, das fand ich eigentlich eine ganz putzige Szene. Ich weiß nicht, warum ich sie vergessen habe. Aber ich muss sagen, rein inhaltlich hat die für mich nicht wirklich so richtig viel Sinn. Aber wenn ihr sagt, ihr habt natürlich recht, er kriegt das Kreuz von Tante Rosalita? Nein, Rosalita war die Haushälterin, die er mögt. Ach, ja. Talita. Genau. Gut. Und dann wird er von Irene zu dieser Tür geleitet und trifft sich wieder mit Susanna. Ja, und kurz zum Einwand, ob das die fundamentale Welt ist. Hier wird gesagt im Buch, dass Roland jetzt die fundamentale Welt zum letzten Mal verlässt. Genau. Nur, Ich gebe euch recht, es ist zu etabliert. Ich muss nur darauf kommen, warum ich halt denke, dass es Blödsinn ist. Aber da kommen wir nachher drauf. So, wir treffen uns wieder mit Susanna, jetzt zum dritten Mal. Und sie erzählt, was eben auf dieser Zugreise so passiert ist. Wie sich alle verstreut haben, dass Shimi gestorben ist und so weiter. Dass der Tod von Shimi auch wieder so schulterzuckend hingenommen wird. Fand ich jetzt auch wenig überraschend, hätte ich mir aber anders gewünscht. Ja, sie sterben halt jetzt alle. Langsam gewöhnt man sich dran. Also wie so das große Aufräumen vor dem Finale. Gut. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Turm. Wir haben ja jetzt ein kleines Werkzeug, eben eine Taschenuhr oder eine Taschenuhr oder eine Armbanduhr? Ich habe es als Taschenuhr gelesen. Für mich war es auch eine Taschenuhr, aber weil Carver macht ja diesen Witz mit goldenen Armbanduhren, kriegt man bei uns zur Rente. Deswegen bin ich mir echt nicht sicher. Sagt er nicht nur goldene Uhren? Na, kann sein. Also für euch war es also auch eine Taschenuhr. Ja. Okay. Ja, und die zeigt an, wenn man dem Turm nahe kommt, weil sie dann rückwärts läuft. Das fand ich eine ganz hübsche Idee grundsätzlich. Das Problem ist, der Weg, der vor uns liegt, ist ein bisschen zum Kotzen.
naja, die Actionsequenz war es schon nicht schlecht. Ich wüsste zwar nicht, wie man sie filmisch umsetzt, aber das hat doch schon ein bisschen ja, Spannung erzeugt, wie sie da durch diesen stockdunklen Tunnel, deswegen schwer zu verfilmen, vor diesem komischen Lebewesen flüchten, was da hinter ihnen her ist. Gut, mhm. Am Ende machen sie ja Feuer und sehen es. Also das war schon ganz spannend, obwohl ich es ein bisschen unrealistisch fand, dass Roland im absolut stockdunkeln rennt, teilweise eben Treppen runterrennt und so und ja, zwar manchmal so ins Straucheln gerät, aber nie hinfällt. Mhm. Das fand ich schon ein bisschen so übermenschlich, was ihm dazu geschrieben wird an Fähigkeit. Ja, aber die Jedi-Ritter können das doch spüren. Ja, gut. Ja, und ich glaube, das musste sein, um zu zeigen, er ist seine Arthritis los und ist wieder voll da als Revolvermann. Ja, denke ich auch. Und ich muss aber sagen, mich hat diese Szene genervt. Erstens war sie wieder unglaublich langgezogen. Das ist aber der Kreuzschaden in dem ganzen Buch. Das könnte man alles um mindestens ein Drittel kürzen. Aber egal. Also diese Szene, okay, die war nett. Mir hat hier aber das Gefühl für Discordia gefehlt, weil ich ja dieses Schloss eigentlich voll gern mag. Und ich hätte davon gerne mehr gesehen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, was mich fürchterlich aufgeregt hat, ist, dass natürlich Susanna, gnädig wie sie ist, weil es ist halt Susanna, ja auch wieder großspurig sich hinstellen muss und sagen, ja, lass mich doch zurück, wenn das böse Tier kommt und wenn irgendwas schief geht, lass mir nur den Revolver da, um mich zu erschießen, aber geh weiter. Und dieser ganze Bullshit, wir würden so einen Satz weder von Eddie, noch von Jake, noch von Ul hören. So einen Satz darf nur Susanna sagen, weil sie die Einzige ist, deren Revolvermann-Fähigkeiten so in Zweifel gezogen werden, dass das überhaupt nötig ist. Jeder andere würde einfach stehend im Zweifelsfall dort sterben und würde auch im Zweifelsfall einfach zurückgelassen werden. Dass sie nach all den Toten, die Roland aktiv oder inaktiv verschuldet hat, immer noch glaubt, sie muss ihm dafür nur Erlaubnis geben, kotzt mich schon wieder maßlos an. Naja, wir wissen nicht, ob es bei euch genauso wäre. Es würde wahrscheinlich nur anders klingen, zum Beispiel oi, fuck. Aber ja, natürlich. Susanna, weil der Krüppel ist ja wieder nur ein Klotz am Bein und das ist wieder ihre ganze Funktion. Ja, ich hatte tatsächlich so das Gefühl, so in den mittleren Büchern, so bis Wolfsmond, oder bis Mitte Wolfsmond, muss ich eher sagen, dass es sie besser beschrieben war, aber seitdem geht es echt nur noch bergab mit diesem Charakter. Ist das euch denn negativ aufgefallen oder bin das wieder nur ich, weil ich halt aus meiner Perspektive das Ganze betrachte? Bist nicht nur du. Man kann versuchen, sich das schön zu reden, indem man sagt, ja okay, sie ist voller Trauer und wäre eigentlich sowieso lieber im Jenseits bei Eddie und deswegen macht sie das. Ich befürchte nur, das ist es nicht. Es wird ja auch äußerst ausführlich beschrieben, wie sie unter der Kälte leidet. Genau. Aber von Roland wird irgendwie, also es wäre ja auch mal interessant zu wissen, wie er so mit der Kälte klarkommt. Er, wie du schon sagtest, er hat wieder diesen Revolvermann-Level erreicht. Er ist unverwundbar und ne, er steckt alles weg. Er ist ja völlig unantastbar und sie wird eben beschrieben, wie sie unter der Kälte leidet und ich fand es sehr interessant, wie auch einmal gesagt wird, wie sie sozusagen morgens aufwacht und ihr Empfinden beschreibt. Die Knochen in ihrem Fleisch stellten sich wie etwas Kaltes und Sprödes vor, Glasknochen, die leicht zersplittern konnten. Musste ich natürlich an jemanden Und ich kann übrigens dieses spezielle Gefühl kenne ich sehr gut. Es war also eine sehr gut gewählte Metapher. Ja. Da würde ich direkt mal ein Zitat einwerfen, wenn ich das denn jetzt finden würde. Im Leben ist kaum etwas so entmutigend wie langanhaltende Kälte. Dankeschön. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind noch unter dem Schloss Discordia. Und hier habe ich eine Lieblingstheorie. Flo, was hältst du von der Theorie, dass dieses lustige Schleimding sie, das Monster aus Dosenbier macht grau ist?
Also das, die Geschichte weiß ich nicht mal, wie sie hieß, aber... Ja, ich weiß, aus Nachtschicht, Alter. Ganz Grey Matter. Genau. In einer anderen Welt als diese könnte das sein. In meiner Welt ist das Tier aus dem aus dem Dosenbier. Ich möchte, dass das so ist. Vielleicht ist es ja auch das Wesen im See. Dieser Fleck. Dafür ist es aber nicht dunkel genug. Für mich war das grau. Das hatte die Farbe der Wand, oder? Möglich. Also, aber ich hatte jetzt so graue, dunkelgraue, moosige Steine im Kopf. Und das Vieh aus dem Floß ist ja eher so ein Ölfleck. Ja. Das erklärt jetzt deine Gedankengänge, aber ja, es ist möglich, natürlich. Hatte ich aber nie irgendwie jetzt damit übereingebracht. Aber jetzt, wo du es sagst, Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall vorhanden. Weil wir beschreiben den Geruch, wir beschreiben die Art, wie es sich bewegt. Wir haben die Geräusche beschrieben und das war relativ deckungsgleich zu dem graue Masse aus Nachtschicht. Müsste ich nochmal nachlesen. Jonas, du hattest, glaube ich, gerade eine Meinung entwickelt. Ja, irgendwie sehe ich das nicht, weil ich glaube, das Ding hatte Tentakel und das hatte das andere nicht. Ja, wir haben das andere nie gesehen. Wir haben es immer nur gehört. Ja? In grauer Masse wird es nur, hören wir es nur. Glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich dachte, der Sohn hätte das auch gesehen, aber weiß ich nicht mehr. Ja, egal. Ist auf jeden Fall nur meine persönliche Hobby-Theorie, dass das wieder eine kleine Querverbindung ist, die wahrscheinlich außer mir niemand sieht, aber ich finde das lustig, ich finde das gut. Jedenfalls, wir kommen dann doch entgegen aller Widerstände da raus. Lustig fand ich tatsächlich hier wieder Rowlands ursprüngliche Arroganz gegenüber moderneren Sachen wie Grillanzünder und Feuer in Dosen, die ihn dann letztendlich wieder in den Arsch retten. Das ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Und jetzt begeben wir uns halt hinter Schloss Discordia in die Weiden. Und da ist dann Winter und da ist dann Scheiße und der Weg ist lang und es ist kalt und wir können kein Feuer machen, weil uns ja Mordred folgt und so. Und auch hier wieder unglaublich zerrig. Ich verstehe warum, aber unglaublich zerrig. Nicht nur das, also wir rennen ja eigentlich durch die einzelnen Handlungspunkte und trotzdem zieht es sich in die Länge. Genau. Das ist eine ganz komische Mischung. Ich hatte da richtig viel Spaß dran, weil es hat für mich so richtig Western-Vibes gehabt. Okay. So vom Gefühl her, wie wenn man No Country for Old Men guckt. Ich hätte jetzt Hateful Eight gedacht. Nee, da ist ja auch Winter. Ja, den habe ich, ich mag ihn nicht und deswegen passt es auch für mich, aber da ist halt auch so Winter und Schnee und kalt und die Leute leiden wie die Hunde und so. Okay, nee, für mich war das eher so ein, du weißt, dass schlimme Dinge geschehen werden, aber trotzdem zieht es sich einfach ewig hin und das hat das und dieses ständig aufrechterhaltende Gefühl der absoluten Einsamkeit. Verlorenheit und wie soll ich sagen, so Western-Abenteuer ums Überleben. Ich fand's toll, ich hatte richtig Spaß dran. Okay. Ich glaube, mein Problem ist tatsächlich, dass ich mit Schneelandschaften nicht zurechtkomme. Weil ich mag dieses Western-Gefühl, aber nur, wenn es für mich nach staubig, heiß und wüste schmeckt. Weil die ganze Schwarzszene und so, die ist ja ähnlich tot. Die mag ich aber viel, viel lieber als dieses Kalte. Das liegt aber einfach daran, weil Schnee und Batsch und Bäh. Ja, ich mag Schnee und Batsch und Bäh. Jonas, wie ging's dir denn damit? Hast du ein Gefühl dafür gekriegt? Ja, und ich fand's nicht gut, weil kalt ist gemein. Zumindest so kalt. Und ich konnte mich da irgendwie reinfühlen in dieses Gefühl, ich hätte jetzt echt gern einen Pullover. Bitte nur einen Pullover.
Oder ihre Fantasien, was man denn aus Eus-Fell machen könnte. Ja. Ja, das fand ich tatsächlich auch relativ putzig. Aber Tobi, du hast recht, das ist tatsächlich ein Punkt, der war mir anfänglich gar nicht so aufgefallen, bis du es jetzt erwähnt hast. Aber es wird nur das Leiden von Susanna beschrieben. Das stimmt, das ist richtig. Und das gibt für mich auch völlig Sinn, weil Roland immer mehr in diesen Besessenheitsmodus, Terminator-Modus kommt. Und einfach nur noch roboterhaft handelt und einfach kein Mensch mehr ist. Schön fand ich auch tatsächlich, es gibt einen Moment, wo die beiden sich gegenseitig anmaulen. Und da merkt man dann tatsächlich so unterschwellig, das wird nicht gesagt, aber man merkt so unterschwellig, dass es Roland doch auch ein kleines bisschen angreift. Ich meine, Roland ist oft maulig, aber so maulig eher selten. Naja, so sehr wie er versucht, kein Mensch zu sein, ganz abstellen wird das wohl nicht können. Und ich möchte mir hier auch einbilden, dass eben der Tod von so vielen Freunden in so kurzer Zeit doch auch nicht ganz unbeeindruckt zurückgelassen hat. Das kommt bei mir leider gar nicht an. Er kriegt ja im Laufe der Zeit doch sowas Ähnliches wie Emotionen, ja. Echt? Findet ihr wirklich, weil das Thema Jake ist doch für mich jetzt schon wieder völlig abgehakt. Ab und zu blitzt mal sowas durch. Ja, wirklich nur so hier und da mal so ein ganz klein bisschen, aber im Vergleich zu dem Roland aus den ersten Büchern ist der hier tatsächlich emotional. Ich glaube, mein Problem mit der ganzen Sache ist, weshalb ich auch mit Jakes Tod so ein Problem habe, beziehungsweise der Verarbeitung von Jakes Tod. Er hat sich am Anfang, obwohl er viel unemotionaler war, viel mehr einen Kopf drum gemacht, ich habe Jake verraten, als er ihn fallen gelassen hat, als er sich jetzt macht für ich habe versagt. Denn faktisch ist es ja ein Versagen, was Jake das Leben gekostet hat. Und K war das. Ja, ne, das ist aber halt wieder eine faule Ausrede. Und Rolands, gerade in Rolands Terminator-Modus, muss ihm doch dieses Versagen viel mehr Selbstzweifel machen, als der ursprüngliche Verrat ganz am Anfang. Der muss ihn doch viel mehr beschäftigen. Ich sehe das absolut nicht als faule Ausrede. Das passt für mich super in das Wertesystem, in dem er lebt. Weil, ja, aber das ganze Wertesystem ist eine faule Ausrede. Ja, wie eigentlich jedes Wertesystem. K passt in die Argumentation voll rein. Da bin ich bei dir auf jeden Fall. Aber danke. Weil der Verrat natürlich überhaupt nicht in dieses Wertesystem von Ehre und Treue und so passt. Aber der Tod von Jake als Ausprägung von K, da kann er ja nichts für. Und für mich ist es nicht schön, aber schlüssig. Das sehe ich. Weshalb auch die Trauer um Jake, dass die nicht so super, super doll ausgeprägt ist oder nicht so lange anhält, für mich durchaus Sinn gibt, weil jetzt verrenne ich mich gerade in meine eigene Argumentation. Ich mache hier besser mal einen Punkt. Okay. Vielleicht findest du deinen Punkt zurück, wenn ich dir widerspreche. Weil für mich ist genau da das Kernproblem. Verrat ist in Rolands Namen eingestickt. Verstehst du, was ich meine? Er trifft aktive Entscheidungen gegen Menschen. Er verliert all seine Freunde, er bringt wahllos, im dümmsten Fall wahllos, irgendwelche Leute um. Und es ist immer ein Verrat auf der einen oder anderen Weise. Das ist also für ihn absolut nichts Neues. Und aber das hat ihn. Welt nie sein Quartett. Susan? Das. Die würde ich jetzt nicht zu seinem Quartett zählen. Doch, würde ich schon behaupten wollen. Aber okay, meinetwegen. Aber alleine diese ganze Diskussion, als er Susan kennenlernt
und beschließt, er muss jetzt unbedingt die vögeln und seine Mission vergisst und sich da darüber mit seinen Freunden verstreitet, die ja definitiv sein Quartett sind, was letzten Endes ja auch die ganze Schlachtplanung schwierig macht und so weiter. Also es wäre arg gedehnt zu behaupten, er hat auch im Quartett nie Verrat begangen. Der Punkt ist, worauf ich hinaus will, die ganze Sache mit Susan zum Beispiel war eine Entscheidung, war eine bewusste Entscheidung. Aber das mit Jake war einerseits K, ja, andererseits aber halt ein reines, körperliches, aktives Versagen seiner Revolverman-Fähigkeiten. Und das muss ihn eigentlich in meiner Welt in eine viel tiefere Persönlichkeitskrise stürzen. Ja, aber wenn man das mal zu Ende denkt, wenn er jetzt da nicht, wenn seine Hüfte ihn da nicht verlassen hätte und er hätte es geschafft, sich vor King zu werfen und er wäre da durchgestorben, das würde ja im Gesamtkontext auch keinen Sinn ergeben. Also eigentlich hätte ihm ja klar sein müssen, dass, so wie ich den Eindruck habe, dass es Jake klar war, dass er stirbt, hätte ihm das eigentlich ja auch vorher klar sein müssen. Sicherlich, aber er ist halt niemand, der verschüttete Milch hinterher weint. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Und das scheint ganz gut zu funktionieren für ihn. An dem Punkt würde ich widersprechen, weil ich habe das Gefühl, und das mag einfach nur ein Gefühl sein, weil ich die Rolle so gut finde, aber Cuthbert weint er ziemlich lange hinterher. Auch richtig. Immer wieder kommt genau. Das auf. Und ich finde auch die Trauer um Eddie oder sein Verhalten nach dem Tod von Eddie, der ja quasi nur ein Cuthbert 2 ist, genau. Ähnlich ausgeprägt. Bei Jake hingegen nicht. Genau. Und das verstehe ich nicht. Weil auch bei Eddie kannst du im Prinzip, gerade weil er ein Cuthbert 2 ist, kannst du halt wieder sagen, das war klar, weil es ist halt klar. Verstehst du, wie ich meine? Dieselbe Ausrede müsste er da auch wieder anbringen und hier tut er es nicht. Aber die sind beide im Kampf gestorben. Wie echte Männer. Ja, klar, natürlich. Aber umso schlimmer muss es doch hier bei der Jake-Sache sein für ihn. Ja, an Eddies Tod war Roland ja auch aktiv schuld, weil er es nicht geschafft hat, den Mörder von Eddie gleich 100% auszuschalten. Oh, das ist gedehnt. Warte mal, lass mich mal nach. Ist das denn gesagt, dass der auf Rolands Schussliste war? Ja, Roland hat irgendwie auf ihn geschossen. Und es wird noch beschrieben, dass irgendwie, was weiß ich, die Luft wabert. Und das wird dann später der Grund sein für Dinge, die noch geschehen. Und dann schießt Roland, trifft ihn, er ist vermeintlich tot, ist es am Ende dann halt nicht so richtig und hat deshalb die Chance, Eddie zu töten. Es wird da schon in der Szene, als er auf den späteren Mörder schießt, wird schon beschrieben, dass da irgendwas, ja, so ein bisschen wird Roland in Schutz genommen, weil das und das ist. Okay, aber die Frage ist, das ist ja eine Außenzuschreibung. Die Frage ist, ob er das in dem Moment weiß, dass das sein Versagen war. Ich weiß nicht, ob das jetzt aus seiner Sicht beschrieben wurde, dass ihm das selber schon klar ist, dass da was besonders ist oder ob das sozusagen der Erzähler ist. Ich glaube, das ist eine Erzählersicht gewesen. Ich weiß jetzt wieder, wo du bist, aber ich glaube, das ist eine Erzählersicht. Und von daher ist es für mich nicht gesagt, dass er zweifellos weiß, dass das sein Versagen war. Bei Jake weiß er es definitiv. Aber gut, wollen wir uns gar nicht allzu lange, haben wir eigentlich schon viel zu lange uns drüber aufgehalten. Kannst du mir kurz nochmal weiterhelfen? Wie heißt der Dritte aus dem alten Quartett? Elaine. Dankeschön. Sonst denke ich wieder bis morgen früh darüber nach. Nee, Elaine ist quasi die Entsprechung für Jake. Dankeschön. Was aber auch wieder passt, weil um den wird nicht irgendwie hinterher getrauert. Der ist vermutlich auch tot, oder? Ja. Yep. Ja. Gut, okay. Wir laufen also durch die Gegend und alles ist scheiße und alles ist böse. Und jetzt kommt die große Versuchung am Hof des alten Königs. Und hier muss ich sagen, da habe ich Spaß gehabt. Diese drei Typen, die ganze Zeit blöde Witze machen und sich gegenseitig anmaulen und aber eigentlich in Wahrheit ein Typ sind und so, das hat mir voll gut gefallen.
Das hat mich total an diesen dreiköpfigen Ritter aus Ritter der Kokosnuss erinnert. Ja, oder halt allgemein diese ganze mythologische Sache. Es gibt drei Nonnen, es gibt immer drei Hexen, sowas. Das war voll gut. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, ich kann das auch echt verstehen, dass Susanne da kurz davor war, hinzugreifen. Ja, zum Glück hat er sich hier daran gehalten. Stell mir vor, wir hätten es 19 gehabt oder sowas. Und ich muss auch sagen, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass Susanne hier kurz davor war, wirklich zuzugreifen. Aber ich bin auch ein bisschen stolz auf sie, dass sie es ohne Rücksprache mit Roland geschafft hat, es abzulehnen. Ja, sie ist halt doch auch eine Revolverfrau, trotz allem noch. Und auch wenn sie schlecht geschrieben ist, so weit ist sie dann doch noch in dem Ganzen drin. Und wir erfahren jetzt mal wahnsinnig viele Details über den Roten König. Und hier muss ich sagen, das hat mir auch wieder Spaß gemacht, dass er eben denkt, er kann die Prophezeiung überlisten, indem er sich vorher umbringt und dann als Untoter an den zum Turm geht und so, dass er eben vorhat, den Turm zu besetzt zu halten. Und da sind wir auch wieder auf ein Problem, beziehungsweise einer Theorie. Es wird ja beschrieben, damit er ganz oben hinkommt, braucht er die Revolver von Roland. Das ändert sich aber immer mal und dann wird gesagt, damit er überhaupt in den Turm reinkommt, braucht er irgendwas. Jetzt ist er ja aber schon im Turm, das werden wir ja dann schon feststellen. Also ist er ja irgendwie reingekommen. Oder außen hochgeklettert. Also ich glaube, es wird dann am Ende so beschrieben, er ist reingekommen, ganz normal, ist dann auf so einen Balkon getreten und dann ist die Tür hinter ihm zugegangen wie eine Falle. So habe ich das auch verstanden. Der Witz ist für mich jetzt, wenn gesagt wird, er braucht irgendwas aus der Linie des Eld, um da reinzukommen und er ist drin, spricht das für mich darüber, dass dieser wundervolle Wattteppich, über den ich jedes Mal rede, doch die Wahrheit gesagt hat, dass nämlich der Scharlachrote König auch ein Teil der Linie des Eld ist. Ja, da ist ein Punkt, der mich stört, dass das nicht aufgeklärt wird. Wie das denn funktioniert, aber Naja, sind sie nicht automatisch irgendwie in einer Familie, wenn sie den gleichen Sohn haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das so, ob Blut durch Adoption weitergegeben wird. Nee, ich finde es cool, wie der Scharlachrote König, der wird ja schon seit Ewigkeiten aufgebaut und nicht nur hier im dunklen Turm, sondern auch in Schlaflos und so weiter. Der hat eine bedrohliche Präsenz. Bis hierher, ja. Und da kommen wir nachher noch dazu. Das ist eins meiner ganz großen Probleme in diesem Buch. Nicht nur der Scharlachrote König, auch Mordred, auch Randall Flagg. Der verkackt es mit den Bösewichten so sehr. Ja. Also hier geht's noch, aber hier hat's schon angefangen, mich ein bisschen zu stören. Später hat mich das total rausgebracht. Aber, wie stehst du? Ich meine, du bist ja jetzt in dem Universum auch ein bisschen tiefer drin. Und ist der Scharlachrote König ein Ahne von Eld? Bitte sag ja, weil das macht nur so für mich irgendeinen Sinn. Ein Ahne, ja, also er hat irgendwie was mit dieser ganzen Blutlinie zu tun, ja. Würde ich schon sagen. Wie genau, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist er der Bastard des Schwippschwagers oder so, aber irgendwie hängen die zusammen. Weil, wie gesagt, diese ganze Thematik mit diesem dummen Wandteppich, wo Arthur Eld Kinderbeine frisst, ich halte das immer noch nicht für eine Karikatur. Ich halte das immer noch für die Wahrheit. Wenn man eben den ganzen Charakterzug dieser ganzen Blutlinie sich anguckt. Es ist halt nur hübsch übertüncht mit tollen Legenden. Aber ich könnte mir auch voll gut vorstellen, dass quasi der Scharlachrote König Eld selber ist, der sich halt irgendwie unsterblich gemacht hat und jetzt da gerne Blödsinn machen will und Chaos. Ein wahnsinnig gewordener Urahne. Das ist so meine persönliche Pet-Theorie.
Es wird ja auch von Walter irgendwann gegenüber Mordred gesagt, dass der Scharlachrote König von Arthur Elch abstammt. Mhm. Aber also ich habe bis hier nochmal gerade nachgeschaut. Angeblich hat er wohl Arthur Elt mit den chaotischen Wesen der Brim ein Kind gezeugt. Mhm. Und ja, es wird wohl in den Dark Tower Comics, ich weiß noch nicht, was wir damit machen, ob wir da irgendwann mal drauf eingehen oder so, wird es wohl ein bisschen genauer noch angesprochen werden. Aber hier in dem Buch ist es halt auch wirklich nur so ein Nebensatz. Okay. Lustig finde ich hier tatsächlich wieder, wie sein Humor beschrieben wird. Dass er dann eben seinen ganzen Hofstaat antreten lässt. Ja, hier frisst jetzt Rattengift, ich will euch beim Sterben zugucken. ich habe Spaß an dem Charakter. Ich möchte eingrenzen bis hierher. Aber ich habe Spaß an diesem Charakter. Und auch die Tatsache, dass seine letzten Angestellten halt nur mehr oder weniger schulterzuckend dastehen und sich denken, ja gut, was sollen wir denn jetzt auch anderes machen? Das fand ich eigentlich auch ganz lustig, diese Resignation vor einem bescheuerten Dienstherrn. Das kennen wir alle. Dem kann ich nicht ganz widersprechen. Flo, Frage an dich. Es wird ja hier mehr oder weniger, gut, wir haben etabliert, die Zeit ist eh kaputt, aber es wird ja hier mehr oder weniger etabliert, dass er sich erst vor kurzem auf den Weg gemacht hat. Wie stehst du dazu? Weil das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Ich habe das so gelesen, also ich kann es nicht genau erklären. Ich würde sagen, umso näher du dem Turm kommst, umso mehr zieht die Zeit sich zusammen, weil, aus Gründen. Weil du auch wieder zum Anfang zurückkommst, dann am Ende, also durch das Rad. So habe ich mir das erklärt, aber ja. Aber es hat sich für dich jetzt auch angefühlt, als sitzt er da schon länger. Eigentlich, für uns, aus unserer Perspektive, wenn wir noch außerhalb des Turms stehen. Ja, vielleicht sitzt er ja auch mehrere Zyklen schon da. Und es ist immer nur in jeder Umdrehung so einmal kommt jemand vorbei, ach, ich kann mir das unternehmen, lalala, langweilig, kommt da wieder, lalalala. Ja, also, Zeit ist hier sowieso total abgefuckt. Jonas, wie ging's dir denn bei dem ersten Zusammentreffen mit dem Scharlachroten König? Also zumindest mit dieser Beschreibung. Die fand ich ganz nett, auch wenn ich ihn da schon als sehr durchgedreht wahrgenommen habe. Was sich dann auch bestätigt hat. Ja, aber es war nett. Ich hätte ihn dann tatsächlich laut der Beschreibung da für gefährlicher gehalten, als er dann tatsächlich war. Mhm. Und ja, also es hat was angeteasert, was es dann nicht halten konnte. Mhm. Tobi? Ja, also ich fand den Teil auch spannend. Ich bin in Gedanken schon einen Schritt weiter. Ich bin beim Tod von diesem komischen Typen. Kommen wir später hin, okay? Ja. Aber hattest du schlaflos gelesen damals? Ja, wie so viel muss ich sagen, ich habe schlaflos gelesen. Ich kann mich da wirklich nur dran erinnern, es hieß ja, Ted Brautigan ist aus dem Buch. Er war sicherlich die Hauptfigur in Schlaflos. Also ich weiß, da war ein Mann, ein älterer Herr, der nicht? Ted Brautigan ist Atlantis. Ist Atlantis. Glaube ich. Oder warte, bin ich jetzt falsch? Flo, Hilfe? Ted ist Atlantis, ja. Schlaflos ist, ich komme nicht drauf. Irgendwas mit Robots. Aber Schlaflos ist die Geschichte. Schlaflos ist die Geschichte, wo der Typ nicht mehr schlafen kann und irgendwann anfängt, diese Auren in Form von so Schlingeln nach oben zu sehen und Wesen, die das mit der Schere abschneiden. Genau. Das war Schlaflos, weil irgendwie gab es da ja auch eine Verbindung, eine Figur, die kommen gleich, wir jetzt gleich. Zu der kommen wir gleich. Gut, dann habe ich das durcheinander gebracht. Aber weil wir in Schlaflos ja den Scharlachroten König eben auch schon treffen. Das erinnere ich halt nicht mehr aus dem. Das wollte ich, genau, da wollte ich hin. Also daran kannst du dich nicht erinnern. Okay. Und ich glaube, als Roland jetzt in New York war, hat er ein Exemplar von Schlaflos bekommen, hat es dann aber doch irgendwie liegen lassen. Nee, er hat es Irene gegeben. Genau.
Aber er hat es halt nicht mitgenommen. Genau, genau. Ja, gut. Wir haben also diese Versuchung gemeistert. Und dann kommt wieder eine gute Szene, muss ich sagen, die beste Mordred-Szene, die wir in diesem Buch haben werden. Als Mordred jetzt auch genervt und angepisst und frierend und kalt und einsam seine Krähenfreunde zusammentrommelt. Und das ist ja auch wieder so eine Verbindung zum Beispiel zu Fleck, der kann das ja auch. Seine Krähenfreunde zusammensammelt, um eben diesen letzten Diener des scharlachroten Königs in Einzelteile zu zerlegen. Und die Szene, die fand ich richtig gut. Die hat mir auch Spaß gemacht. Ja, aber die Krähen dürfen nicht seine Haut zerfetzen. Sie kriegen die Augen, die er ja noch bei Fleck sich selber gegönnt hat. Und es hat mich sehr an Stark und die Spatzen, nur da waren es halt Spatzen, die ja dann, ja, in dem Fall den Bösen davon, Sperlinge waren es, genau. Gut. Ja, ich musste da weniger an Fleck als an die Outsider aus Desperation the Regulators denken, die ja auch die Tiere ja beherrschen können. Gut, und jetzt kommen wir nach Empathica. Darf ich vorher wieder mal eine Frage stellen, die vollkommen chronologisch daneben ist? Was passiert eigentlich mit Jakes Maschinenpistole und dem Taserbeast des Todes nach seinem Tod? Ich hätte jetzt behauptet, in Revolver-Manier würde man das mit ihm beerdigt haben. Es wird aber, glaube ich, nicht aktiv etabliert, aber das hätte ich jetzt einfach so geraten. Ich meine mich zu erinnern, dass die Teller, dass Roland die Teller mitnimmt, aber dann verschwinden sie auch irgendwie. Okay. Meine Vermutung ist, dass der Kioskbesitzer dann plötzlich schweres Gerät in seinem Truck findet. Aber das weiß man nicht genau. Ja, also kann ich dir nicht genau beantworten, auf jeden Fall. Gehen wir noch ein Partika? Okay. Na gut, erstmal, ja. Ja, wenn es sein muss. Genau das ist, glaube ich, der Punkt. Weil da muss ich sagen, ich mag die Szene nicht und ich verstehe sie auch nicht. Wir haben die doch eigentlich nur da, um Patrick zu finden, oder? Ja, würde ich so sagen. Und Patrick brauchen wir nur, weil er eine Funktion ist. Na, kommen wir gleich drauf. Kurzfassung, wir kommen nach Empathica, wir kommen aus diesen schneebedeckten Bergen, wir sehen plötzlich, dass da eine Straße freigeräumt ist, das heißt, da muss es Zivilisation geben, das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis wir Rauch aus einem Kamin sehen und einen alten Mann mit seinem klepprigen Pferd, der dumme Witze erzählt. Stellt sich raus, er behauptet, Comedian zu sein, aus dem Amerika, das zumindest zu Senna auch so grundsätzlich kennt. Und er erzählt dumme Witze und bringt sie zum Lachen. Und lässt sie halt in sein Haus und so. Und Susanna hat die ganze Zeit so ein merkwürdiges Misstrauen. Aber Roland ist ganz Feuer und Flamme. Und ich weiß nicht. Ach, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich glaube, diese Witze waren halt seine eigene Art der Hypnose. Die Idee, die Leute durch Lachen zu töten, die fand ich geil. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. Und auch die Idee, dass wir von der Emotionsenergie von Leuten leben, fand ich eine witzige Idee. Das ja. Aber für mich hat die Beschreibung versagt und vor allem hat für mich das Verhalten von Roland absolut nicht hingehauen. Was hat dich daran gestört? Ich bin mir nicht sicher, ob Roland als jemand, der... Es wird immer wieder gesagt, Roland hat null Fantasie. Das ist in all diesen Büchern immer wieder etabliert. Und ich bin mir nicht sicher, ob du einen Menschen mit null Fantasie und null Humor in der Art hypnotisieren kannst. Das fand ich auch etwas unrealistisch, dass er so dermaßen abgeht und so leicht die Kontrolle über sich verliert. Das, also gut, man kann das mit irgendwelchen
was weiß ich, übersinnlichen Fähigkeiten von diesem Wesen da erklären, aber dann fragt man sich, wenn es solche Fähigkeiten hat, warum dann dieses, gut, dieses Vehikel mit den Witzen ist fürs Lachen, ist für die Emotionen. Okay, aber... Aber dann hätte es halt auch bei Susanna viel besser funktionieren müssen, wenn es irgendeine übernatürliche Sache wäre. Ja, sie wird ja, das ist ja, finde ich, so ein kleiner Deus Ex Machina, ihr Furunkel rettet sie ja quasi, dass sie sich da aus Versehen gegenhaut, durch den Schmerz sozusagen aus dieser Hypnose rausgerissen wird, ins Badezimmer geht, da die versteckten Hinweise findet und damit sozusagen die Gefahr erkennt, weil sie auch natürlich dadurch, dass durch die räumliche Trennung ist sie halt aus diesem Hypnose-Ding raus und kommt halt entsprechend vorgewarnt wieder in die Situation zurück und löst das Problem. Und ich glaube, er besaß keinen Humor und nur wenig Fantasie. Das war das Ursprungssetting und wird es auch wieder. Aber ich stelle mir vor, dass Roland von Eddie doch einiges an Humor gelernt hat. Ich würde das gern glauben, aber es wird halt nie auch nur ansatzweise durchgescheinen gelassen. Ich glaube, Roland macht auch teilweise Selbstwitze oder sowas. Oder zumindest sowas in der Art wie Witze. Okay. Yep. Ja, okay. Er versucht es, ja. Nee, doch, das merkt man so ein bisschen. Also da zeigt sich auch, dass sich Roland tatsächlich so ein bisschen geändert hat. Und auch wenn er noch immer derselbe sture alte Bock ist, scheint es ihn anfälliger zu machen für sowas. Also ich fand es auch ein bisschen übertrieben, aber ich konnte es akzeptieren. Ich hätte aber diese ganze Szene eigentlich im ersten oder zweiten Buch, vielleicht im dritten, da hätte ich eher damit umgehen können. Hier fand ich es irgendwie, ja, wir bauen einfach schnell noch was ein. Ernsthaft? Ja. Ich fand das total schön. Ich hätte mir einen ganzen Film nur mit dem Lachvampir gewünscht. Okay. Ich sag ja, ich mag ihn, aber an dieser Stelle der Geschichte, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mittlerweile einfach nur gedacht habe, komm, jetzt endlich zum Ende, verdammt nochmal. Ich glaube, das war ehrlich gesagt mein Hauptproblem mit dem ganzen Buch. Mich hat das Buch, ich gucke ja im Moment parallel diese Serie Picard und die wird ja, also die zweite Staffel, und die kriegt ja auch ganz schlechte Kritiken, finde ich, zurecht, weil die Handlung, ich habe es selber genannt, sie meandert. Also es geht irgendwie, es kommt wieder ein Einschub, es kommt wieder innerhalb einer Folge wird wieder eine Story erzählt und abgeschlossen, obwohl es eigentlich eine durchgehende Story ja ist und es kommen immer so Abschnitte, wo man sagt, den hätte man auch eigentlich komplett weglassen können, aber sie mussten ja irgendwie, weiß ich nicht, 10 Folgen für die Staffel zusammenkriegen. Und so ein bisschen kommt mir jetzt im Nachhinein das Buch auch so vor. Ja, aber für mich hat, ich würde mal sagen, vor ungefähr 2 oder 3 Büchern hat es bei mir im Kopf Klick gemacht hinzu. Der Weg ist das Ziel. Es ist nur das Ziel, dieser Bücher Geschichten zu erzählen. Und vor dem Hintergrund macht das völlig Sinn, da noch eine Geschichte einzubauen. Und ist gar nicht wichtig irgendwie, dass es zu Ende geht, sondern dass Geschichten erzählt werden. Das ist ja was, wo King auch dann am Ende sehr drauf eingeht. Der Weg ist das Ziel. Und genau das, ja. Ja, nur manchmal sind halt Ziele was ganz Hübsches. Ja, nicht nur das. Manchmal hast du halt einen schönen Wanderweg und manchmal hast du einen matschigen, steinigen Dreckspfad. Ja, der Wanderweg wäre mir hier wahrscheinlich lieber gewesen. Wie gesagt, ich verstehe die Szene, aber ich gehe mir auf den Sack, weil sie jetzt kam, sagen wir es so. Und weil sie halt wirklich nur die Funktion hat, Patrick zu finden. Wie steht ihr denn zu Patrick? Toll. Völlig, völlig naiv irgendwie. Aber dadurch halt auch so ein starker Kontrast zu allem anderen, was irgendwie, ja, drumherum vorkommt. Nein, fand ich super. Hatte ich sehr viel Spaß dran. Würde ich auch gerne noch mal ein Buch drüber lesen. Quasi so ein Prequel, wobei, ich glaube, Patrick stammte doch aus Schlaf, genau. Wenn ich das richtig erinnere. Richtig. Also so ein bisschen die Geschichte,
Patricks Origin-Story von Schlaflos, bis er hier auftaucht, inklusive seiner Leidenszeit im Keller des Vampirs. Ja, beziehungsweise auch, was danach ist mit ihm. Jonas? Ich fand ihn irgendwie komisch. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum, aber... Künstler halt. Ja, vielleicht. Aber ich bin mit ihm nicht warm geworden. Ich kann mich ja, wie gesagt, an das Buch Schlaflos und an den Patrick da nicht mehr erinnern. Wird der da schon ausführlicher beschrieben? Weil hier kommt er halt so rüber. Er hat ja eben dadurch, dass der Vampir ihm die Zunge rausgerissen hat. Wir haben schon wieder eine rausgerissene Zunge. Muss irgend so ein Fetisch von Herrn King sein. Na jedenfalls, dadurch, dass er nicht sprechen kann, kommt er natürlich so ein bisschen minder bemittelt oder dass er auch in seinem Verhalten so naiv beschrieben wird. Kommt er immer so ein bisschen, ja, sehr naiv. Wird er in Schlaflos als ganz normaler Mensch beschrieben oder wird da gar nicht so drauf? Er ist halt in Schlaflos ein echt kleiner Junge, ich glaube erst 5 oder so. Ja, er ist 4 Jahre alt und er hat schon besondere Fähigkeiten. Und was in Schlaflos, glaube ich, das Besondere ist, er malt da ein Bild von dem Turm und davor steht ein Mann und der sagt dann zu seiner Mutter, hier, der heißt Roland Mama, manchmal träume ich von dem, der ist auch ein König. Und er nennt auch den Scharlachrotkönig, den der Rote König. Also das wird hier schon ein bisschen vorweggenommen. Aber ich hätte gerne mehr von ihm gehabt, um ihn schätzen zu können. So war er für mich wirklich einfach nur reingeworfen als Funktion und wieder aus der Geschichte raus. Der Witz ist halt in Schlaflos, dass der Scharlachrote König ihn auch da schon als so gefährlich ansieht, dass er eigentlich die ganze Subhandlung von Schlaflos darauf anlegt, nur dieses eine Kind zu töten. Das ist eigentlich das, was man wissen muss. Jonas, konntest du dich denn an Patrick noch erinnern? Nicht direkt, also ich habe ihn nicht wiedererkannt. Als dann, als du mir gesagt hast, wer es ist, dann kam es wieder, aber ich, ja, nicht direkt selbst. Okay. Es gibt eine Theorie, dass Patrick... Ja, soll ich sie nennen? Ja. Welche von den beiden? Dann fangen wir mal an mit der... Also Patrick könnte der Sohn Roland sein. Oder ein Twinner dieses Sohns. Da gibt es ein paar Querverweise. Mhm. Also er wird zum Beispiel... Er wurde von seiner Mutter Pat genannt, nach seinem Großvater. Genau. Und Susan Delgados Vater hieß Pat. Und auch die Initialen seiner Mutter passen zu Susan Delgado. Und ja, es könnte sein, wie später, wenn Jake nochmal auftaucht, das ist ja scheinbar auch ein Twinner, dass hier zumindest in irgendeiner Form Rolands Kind sein könnte in einer anderen Welt. Plus, es kommt noch dazu, wenn wir einen Sohn vom Scharlachroten König etablieren, müssen wir ja auch einen Prinz für das Weiße etablieren. Und Jake funktioniert als diese Figur nicht, finde ich. Weil eben in der ganzen Blutsbande-Konzeptualität, die das Ganze hat, Jake da für mich rausfällt. Ist tatsächlich eine meiner Lieblingstheorien. Ich finde sie sehr dünn, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich fände das sehr nett. Mhm. Es gibt ja noch eine zweite Theorie. Weil in Schlaflos gibt es eine Prophezeiung über Patrick, dass er in 18 Jahren, kurz vor seinem Tod, das Leben von 2 Männern retten wird, die sonst sterben würden. Das wäre dann im Jahr so 2011, 2012. Schlaflos spielt ungefähr 1993, also es würde hier zeitlich nicht übereinander passen. Es würde aber bedeuten, dass Patricks Geschichte nicht zu Ende ist. Und es Schlaflos spielt in Derry und von 1985 bis zu 2011, 2012 wären 27 Jahre, was der Pennywise-Zyklus wäre. Also auch da könnte es irgendwie was geben, aber auch das ist leider nur Spekulation. Ich würde es gerne lesen. Genau. Kann ich noch mal kurz was zu Patrick sagen? Natürlich. Weil ich habe jetzt das etwas gefunden, was ich mir hier auch notiert hatte, wo er nämlich aus der Sicht von Susanna beschrieben wird. Was hatten Sie hier? Einen zungenlosen Rembrandt? Sie überlegte sich, dass er ihr zweiter Schwachsinniger mit einem besonderen Talent war. Ihr dritter, wenn man aus der Chemie auch Eu mitrechnete. Und ich habe mich sehr an diesem Wort Schwachsinniger gestoßen.
und wollte halt wissen, ob er eben schon in Schlaflos eben auch schon, das ist ja jetzt sozusagen ihre Diagnose aufgrund dessen, wie sie ihn wahrnimmt. Und das fand ich schon ein bisschen hart, diesen Ausdruck. Ich sag mal so, wir müssen ja Susanne auch wieder als Kind ihrer Zeit betrachten. Klar. Na, das darfst du auch nicht vergessen. Ich meine, sie ist aus den frühen 60ern. Da ist so Thematiken wie Behinderung, egal in welcher Form, schwierig. Und natürlich haben wir im ganzen King-Universum regelmäßig den magischen Krüppel. Wir haben Daddles, wir haben Tom Cullen aus Stand. Wir haben das autistische Kind aus Regulators, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich mich fürchterlich drüber aufgeregt habe. Und das sind immer nur in der einen oder... Wir haben Chemie. Wir haben die Brecher, die zum Beispiel diesen Wasserkopf haben und so weiter. Na, also Behinderung ist hier immer mit magischen Fähigkeiten konnotiert und wahrscheinlich im Rückwärtsgang auch magische Fähigkeiten immer mit einem körperlichen Defekt. Okay, also so wie der, wie hieß der, Magical Negro, ist es hier der Magical, ja, Handicapped. Würde ich behaupten wollen, ja. Ja, es ist ziemlich auffällig. Ich bin gerade überlegen, ob er das in späteren Geschichten auch so benutzt. Es fällt mir jetzt gerade so kein Beispiel ein, aber wir hatten wie gesagt, dazu kann ich nichts mehr sagen, weil ich ab jetzt blind fliege. Ich beneide dich ein bisschen dafür. Also was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass Roland sich ja, nachdem er wieder nach seiner Lachattacke so wieder bei klarem Verstand ist, sich ja wirklich, hat man, finde ich jedenfalls, von Herzen bei Susanne entschuldigt. So, weil, wie ich schon sagte, ich fand es ja ein bisschen unrealistisch, wie sehr er sich da beeinflussen lässt. Aber ihm ist sofort klar, dass das beinahe dazu geführt hätte, dass die Reise da für beide zu Ende gewesen wäre. Spannend an der Stelle fand ich, dass er das aber nur über das Ritual kann und nicht irgendwie wie ein in Anführungszeichen normal funktionierender Mensch mit Emotionen. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich beneide ihn sehr um das Vorhandensein dieses Rituals. Absolut. Rituale können sehr hilfreich sein. Absolut. Und ich weiß gerade wieder, warum wir alle Freunde sind. Ich hänge gedanklich immer noch an eurer Patrick ist der Twinner von Jake These. Nee, nicht von Jake. Oh, okay. Nee, von Rolands Sohn, das er zusammen mit Susan Delgado hatte. Oh, okay. Also, das ein dann Kind, das es eigentlich niemals gab. Aber, ja. Dann stelle ich meine eigenen Notizen in Frage. Nein, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, dass Jake ja dass Patrick ja quasi die Rolle eines Revolvermanns übernimmt, nur eben mit Stift und Radiergummi statt Kugeln und Pistole. Würde er ja trotzdem tun, auch wenn er kein Twinner von Jake ist. Ja, weil ja die ganze Erblinie von Eld automatisch zu Revolvermännern ausgebildet wird. Ja, okay. Gut. Das fand ich halt auch spannend. Ich habe wirklich am Anfang nicht begriffen, was es mit den Radiergummis auf sich hat. Spannend fand ich halt, dass sie mitgenommen haben, weil sie sagt, ja, sie hat einfach das Glas mitgenommen, wo die drinne waren unter Anspitzer und hat sie hätte die Radiergummis auch weglassen können nach dem Motto, ja, sie stellte sehr schnell fest, er braucht sie nicht. Aus jedem Fehler macht er sofort ein Element seiner Zeichnung, aber sie nimmt sie trotzdem mit, und das ist ja dann am Ende entscheidend. Und jetzt kommen wir noch zu einem Problem, was ich habe mit dieser Szene. Wir verschwinden ja, Roland erschießt das Pferd. Hab ich schon mal erstens nicht verstanden, warum? Habt ihr das verstanden? Verstanden nicht direkt, aber es wirkte auf mich jetzt auch nicht sonderlich abwegig, weil das wieder so eine Kreatur ist, die irgendwie besser erlöst werden soll. Das haben wir ja schon ein paar Mal in den letzten Büchern gehabt, auf jeden Fall, dass Roland auf Kreaturen trifft, die aus Leidensgründen nicht weiterleben sollten. Und dieses Pferd, so hatte ich das verstanden, lebt quasi nur deswegen weiter, weil es in der magischen Nähe dieses Rachvampirs ist. Ja, und jetzt quasi nur noch vor sich hin siecht. Ich habe das halt tatsächlich so verstanden, als empfindet er das Pferd selber als irgendwas Böses, Unnatürliches, Dämonisches. Und ich habe
ich habe das auch in Erinnerung, dass, dass er das Pferd als Bedrohung sieht, genau, und es deshalb tötet. Ich kann es nur nicht mehr genau in weil es festmachen. Eben in diesem Gedicht hier, Child Roland kommt zum dunklen Turm und so, quasi drinsteht aktiv, dass dieses Vieh selber an sich was Problematisches ist. Aber ich habe das auch gesehen als ja irgendwie zum Vampir dazugehören, quasi Partner in Crime. Ja, okay. Dann bin ich beruhigt. Weil für mich macht das insofern wieder keinen Sinn, weil Mordred hat diese lustigen, vergifteten Körperteile und diese lustigen Schlangen gefressen, die der Diener vom scharlachroten König für Roland und Susanna geplant hatte. Das verträgt er. Was er nicht verträgt, ist dieses dämliche Pferdevieh. Warum? Weil das magisch vergiftet ist? Das ist eben genau die Frage, die ich euch stelle. Das war so mal. Also, zum einen habe ich erst nicht gerafft, dass Mordred das Pferd gefressen hat. Ich dachte, das hätte die Überreste des Vampirs gefressen. Was für mich noch viel logischer gewesen wäre, dass es ihm davon schlecht geht. Das würde für mich auch Sinn ergeben, ja. Aber ja, ich hätte halt drauf getippt, dass das einfach magisches Gammelfleisch ist. So wie wir alle. Ja, aber jetzt, wenn wir jetzt weiterziehen, treffen wir ja auf eine Figur, die ich auch, ich sag mal so, der Name hat schon ein bisschen was hergegeben. Und ich hab's erst beim vierten Lesen gecheckt. Als ich das Buch zum vierten Mal gelesen habe, habe ich den Witz verstanden. Also wir treffen jetzt auf einen Roboter und anders als so die verräterischen Roboter wie Andy, ist das hier ein ziemlich freundlicher, und er hat auch den Namen eines Helden aus einem anderen Stephen King Buch. Er heißt Stotterbill. Und das ist natürlich Bill Danbro aus S. Fand ich ganz nett, auch wenn ich den Roboter nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber die Idee war niedlich. Ja, definitiv. Und der Witz war tatsächlich so offensichtlich, dass ich ernsthaft viermal dieses Buch lesen musste, um den Witz zu verstehen. Also das nehme ich mir ja bis heute übel. Ich muss dazu sagen, ich mochte ja auch Essen nicht, von daher ist es wieder verzeihlich. Aber ja, ich fand das witzig. Und damit hätten wir natürlich, weil Patrick soll ja zu Stotterbill zurückgehen, damit hätten wir ja wieder diesen Zyklus mit den 27 Jahre Pennywise. Es ist zumindest wieder ein Hinweis darauf, ja. Vor allen Dingen betont Stephen King sehr ausführlich, dass er die Geschichte von Patrick, dass er da nichts zu sagen wird. Also ne, so legt Wert darauf zu sagen, was aus ihm wird, wird nicht gesagt. Anstatt ihn einfach gehen zu lassen und gut ist. Mhm. Er betont noch, wir werden nicht erfahren, was aus ihm wird. Genau. Ja, aber ich muss sagen, so sehr ich Patrick mag, aber auch hier kommt wieder Susanna in ihrer mütterlichen Funktion, als sie ihn halt überhaupt erstmal aus diesem Gefängnis befreit und so. Das kann natürlich so ein harter Knochen wie Roland nicht vernünftig lösen, weil Männern fehlt ja die Empathie für sowas. Auch wenn die Empathie sie gerade fast umgebracht hat. Aber das ist ein ganz anderes Konzept. Egal. Aber ich muss sagen, ich mag ihn, aber in seiner Naivität geht er mir gelegentlich im Verlauf dieser Reise schon extrem auf die Nerven. Es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ich muss aber dazu sagen, mir gehen jetzt im Verlauf der Reise alle immer mehr auf die Nerven, außer euch. Ja, weil, es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Wir kommen halt jetzt an den Punkt, dass Susanna plötzlich anfängt, Dinge zu träumen. Sie träumt von Eddie, sie träumt von Jake, sie träumt davon, dass sie gerufen wird. Und sie hat extreme Selbstzweifel, sie hat immer das Gefühl, dass sie irgendwas übersieht und so weiter. Meinungen. Ja, es ist nicht Susannas Reise. Ganz einfach. Es ist nicht ihre Bestimmung, den dunklen Turm zu finden. Das ist okay, damit kann ich leben. Damit kann ich wirklich leben. Und der Turm wehrt sich dagegen, dass sie ihm schon zu nahe kommt. Auch damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass sie geht, wie sie geht.
Wenn sie in Heldentod sterben würde, wie Jake, wie Eddie, wenn sie ihr Tod irgendeine Funktion hätte. Alles gut, könnte ich damit leben. Ich könnte sogar damit leben, wenn sie jetzt während der Geburt von Mordred gestorben wäre. Hätte mich geärgert, aber damit könnte ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass sie eifersüchtig wird. Sie wird vorgestellt als Lehnsfrau von Roland. Und sie trifft aktiv die Entscheidung, in ein potenzielles Nichts zu gehen, zu ihrem Partner und so weiter, und bricht ihren Eid, den sie in irgendeiner Form ja Roland als Lehnsfrau geleistet hat, auf diese Reise mitzugehen. Offensichtlich, und das kotzt mich an, diese Entscheidung kotzt mich an, ist es so, dass in Kings Welt Frauen immer noch nicht zur Treue zu einem Projekt fähig sind. Und dass ihr kein guter Tod gegönnt wird, kotzt mich an. Selbst Eu bekommt einen guten Tod. Aber sie nicht. Sie muss sich aktiv gegen Roland, aktiv gegen die Mission entscheiden. Aus Egoismus. Ich glaube, der Eid hat sich in dem Moment erledigt, als das Kathet zerbrochen ist. Ja, da würde ich dir recht geben. Ich würde sogar noch, und jetzt möchte ich nehme es jetzt doch was voraus, ich würde sogar so weit gehen, dass die Aufgabe des Kartetts nicht war, den dunklen Turm zu finden, sondern sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Die Aufgabe war es, die Balken zu retten. Und alles, was danach kommt, ist Rolands eigener Weg, ist Rolands eigener Wahn eigentlich sogar, diesen Turm zu finden. Und ja, sie muss gehen, weil sie sonst auch einfach nur ein Opfer eines Weges ist, der nicht ihrer ist. Das ist ja auch okay, aber wieso kriegt sie keinen ordentlichen Tod? Warum muss sie die Einzige sein, die sich... Vielleicht für das Happy End. Ja, aber das Happy End ist wieder genauso Bullshit. Kommen wir auch gleich dazu, aber... Also anders. Wie empfindet ihr denn persönlich diese Entscheidung, Susanna, jetzt so diese Sache zu verlassen? Ich stelle da jetzt mal meine These von vor ein paar Folgen nochmal in den Raum. Dass die ganze Geschichte von Eddie, Jake und Susanna gar nicht um dieses ganze Turm-Revolver-Mann-Gedöns geht, sondern es eigentlich nur um die Weiterentwicklung von Menschen. Ich will noch nicht mal sagen Coming of Age, aber so das Erwachsenwerden von Charakteren geht. Und jeder spaltet sich auf die eine oder andere Weise ab. Und es stellt sich im Laufe der letzten x 100 Seiten eben raus, dass die beiden Jungs ihren Weg gewählt haben, der in den Tod führt, und sie den einzigen Weg wählt, der nicht in den Tod führt. Und dass diese ganze Geschichte mit Roland drumherum nur gestrickt wurde, um es irgendwie spannend zu machen. Gar keine schlechte Theorie, würde ich sagen. Und dieses Coming of Age würde auch erklären, warum Dela das so hasst. Ganz genau das. Deshalb habe ich dieses Wort benutzt, um den Puls ein bisschen hochzutreiben. Wisst ihr, ich könnte... Hätten wir Susanna etabliert als einen Charakter, der von all den Menschen, die in diesem Buch rumlaufen, die einzige ist, die Hirn hat. Und alle anderen rennen nur Impuls und wahngetrieben auf ihren Turm zu. Hätten wir das etabliert, dann wäre das ein sehr gutes Ende für Susanna. Sie ist die einzige, die erwachsen geworden ist in dem Buch. Sie ist die einzige, die keinen Fantasien hinterher oder ne, Fantasie, Träumen, Dingern hinterher rennt. Sondern ich würde sogar sagen, auch Eddie, ja doch, Eddie war auch auf einem guten Weg dahin, aber den hat es halt erwischt vorher. Genau. Ja. Wisst ihr nicht, was mich glücklich gemacht hätte? Auf einer rein politischen Ebene. Ich weiß, dass mich da die Politik hindert, aber Susanna entscheidet sich aktiv, die Mission abzubrechen, um zu ihrem tollen Mann zu gehen. Ich verstehe, dass die den lieb hat und das ist alles gut und das ist alles gerechtfertigt und ich verstehe das. Aber in meiner Welt wäre dieses Buch viel besser gewesen. Susanna stirbt in El Guisiento und Eddie trifft diese Entscheidung.
sich oder die das Projekt aufzugeben. Dann wäre es nämlich bei Eddie ein Erwachsenwerden. Weil Eddie am Anfang mehr oder weniger etabliert ist, als selbst wenn Roland jetzt draufgehen würde, er sucht alleine den Turm weiter. Wenn er dann gesagt hätte, mir ist meine Frau wichtiger, mir ist meine Ehe wichtiger, mir ist meine Emotionalität wichtiger, dann wäre es eine erwachsene Entscheidung. Versteht ihr, was ich meine? Ja, völlig. Und du hast eben drei Entscheidungen. Du hast die von Eddie, der sagt, nein, meine Emotionen, meine Frau, meine Familie, was weiß ich was, ist mir nicht wichtiger. Ich mache weiter die Mission und stirbt. Mhm. Du hast Jake, der sagt, nee, ich steige nicht aus, ich gehe nicht zurück in meine Welt, such keinen Ausweg. Ich muss ja meine Daddy-Issues irgendwie bekämpfen. Genau das, ich suche mir eine Vaterfigur, zack, stirbt. Und dann hast du Susanna, die eben sagt, nee, ich mache einen Erwachsenenschritt, ich entscheide mich für meine Zukunft und zack, hat sie ein Happy End. Ja, aber das ist das Problem, sie entscheidet sich nicht für ihre Zukunft, sie entscheidet sich für Eddie. Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe das. Ich weiß, sie hat ihn lieb und das ist auch alles richtig. Aber es ist wieder die einzige Frau in der ganzen Geschichte, trifft wieder nur eine Entscheidung für einen Mann. Sich anders. Ich würde sagen, sie entscheidet sich nicht für Eddie, sie entscheidet sich gegen Roland. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Also sie entscheidet sich nicht für einen Mann, entscheidet sich gegen den Weg eines Mannes, von dem sie sieht, dass er in den Abgrund führt. Das, wenn ich das sehen würde, würde ich das sehr gerne, ich will das sehr gerne sehen, ich sehe es nur nicht. Was gibt euch denn dieses Gefühl? Ja. Ich glaube, das war die Art, wie sie mit Roland umgegangen ist. Da am Ende. Ja, ich meine, die beiden haben ja sich immer mehr gestritten. Da habe ich es noch nicht so rausgelesen, aber so unterschwellig, würde ich sagen, war da die Anzeichen für diese Entscheidung drin. Wisst ihr, ich könnte das auch noch gut heißen. Wenn sie die Träume gehabt hätte von New York oder von irgendwas, oder Träume gehabt, in denen der Turm mit seiner Stimme ihr in irgendeiner Form aktiv feststellt, sie ist hier nicht erwünscht. Wenn sie quasi gesagt hätte, okay, für mich aus Grund XY, einfach weil ich weiß, ich bin hier nicht erwünscht, ich treffe jetzt die Entscheidung wegzugehen und dann kriegt sie trotzdem ihr Happy End, ohne dass sie weiß, dass sie auf ein Happy End zuläuft. Das wäre okay gewesen für mich. Aber so wie es ist, dass wir diese Träume haben, in denen Eddie und Jake sie zu sich rufen, kann es für mich wieder keine Entscheidung nur gegen Roland sein, weil sie auf etwas zuläuft und nicht von etwas weg. Naja, also für mich hatte das nicht unbedingt den Anklang von, das kam vielleicht eben ein bisschen falsch rüber, nicht unbedingt von, sie entscheidet sich für ihren Mann, sondern sie entscheidet sich für die Menschen, die ihr gut tun. Und Roland tut ihr nicht gut. Ich meine, der verursacht die letzten 800 Seiten nur Unheil für sie. Ja, natürlich. Oder 1800 Seiten. Mein Gehirn ist schon zu lange wach heute. Warte kurz. Übernimm mal jemand anders, bitte. Naja, wie gesagt, ich sehe nicht, dass sie sich aktiv gegen Roland entscheidet, weil sie sieht, Junge, du produzierst nur Scheiße. Sondern ich sehe wirklich für mich nur dieses, sie entscheidet sich dafür, sie möchte jetzt kein Revolvermann mehr sein, sondern die gute Hausfrau. Ah, danke, ich hab meinen Punkt wieder. Und sie entscheidet sich auch nicht wirklich aktiv für ein Happy End, sondern sie entscheidet sich für eine neue Chance. Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass sie in die andere Welt wechselt und alles ist wie vorher, nur der alte Mann mit dem Hut ist nicht mehr da. Sondern sie trifft auf Menschen, die sie mag, wo sie weiß, die tun ihr gut und sie hat eine neue Chance, ein gutes Leben zu führen. Ja, aber sie ist sich sehr ist ja sicher, nicht, dass sie diese Chance dort bekommt. Versteht mich? Mich das, nervt das, diese ja. Ankündigung. Das nervt mich. Ja, aber ich glaube, sie durchschreitet die Tür, weil sie weiß, dass sie dort überhaupt noch eine Chance hat,
dass sie das in Rowlands Welt, dass sie da keine Chance mehr hat, dass es ihr da gehen wird wie den anderen auch, dass sie irgendwann einfach für Rowlands Weg draufgehen wird. Mhm. Das ist ihr, glaube ich, schon ziemlich sicher. Ja. Und dass sie sich gegen Rowland entscheidet, das merkt man, glaube ich, auch in diesem Moment, wenn sie durch die Tür geht. Und das dieses Draufgehen wäre wahrscheinlich auch kein Ding gewesen, solange das Kartett noch besteht. Genau. Ja, aber solange der Eid auch noch besteht. Ja, aber wie ich ja gesagt habe, für mich ist der Eid, für mich ist die Aufgabe des Kartetts mit dem Retten der Balken vorbei. Okay, selbst wenn das Problem ist, in dieser ganzen Konstellation von dummen Männern, die in ihrem Wahn, sagen wir in ihrem Wahn und in ihrem übersteigerten Ehrgefühl, und wir sind uns doch einig, dass das eine Form von übersteigerten Ehrgefühl ist. Ich hätte es beinahe für Zwangshandlung gehalten, aber ja. Jetzt okay, aber den Podcast. Beides. In einer Welt, in der dieses ganze Konzept von übersteigerten, krankhaften Ehrgefühl als das Weise präsentiert wird, ist Vernunft, und das ist nun mal Vernunft, was sie macht, nicht anders zu lesen als Feigheit und als Eidbruch. Auch wenn dieses ganze Konzept, ja, okay, es ist in Ordnung, die Mission war nur die Balken, meinetwegen, das Kartett ist zerbrochen, meinetwegen, alles gut. Die Tatsache, dass sie als einzige intelligent ist, ist schön, wird aber überdeckt durch die Tatsache, dass sie damit automatisch die einzige ist, die feige ist. Ja, da gebe ich dir ein Stück weit auch recht. Und ich würde auch sagen, Rowland akzeptiert das nicht, weil es eben gegen sein Wertesystem geht. Ich meine, der macht ja die dollsten Dinge, um sie am Gehen zu hindern. Hundertprozentig, aber es nervt mich, dass sie dieses Ende kriegt. Ich würde das wirklich gut verfinden. Eben unter diesem Aspekt, dass mal die Charaktere eine Wandlung oder einen Erkenntnisprozess durchlaufen. Dass wir es eben umgedreht hätten. Dass wir Susanna erschießen und Eddie die Sinnlosigkeit seines Weges einsieht. Versteht ihr, was ich meine? Hätte ich auch durchaus ein gutes Buch gefunden, ja. Ja, aber das wäre nicht King gewesen. Also ich glaube, dazu ist er zu sehr auf seine männlichen Charaktere fixiert. Es wäre besser gewesen, andersrum, glaube ich schon. Aber es ist jetzt nichts, was ich erwartet hätte. Und deswegen regt es mich, glaube ich, auch nicht so auf, weil ich weiß halt, wie King ist. Ja, überrascht bin ich von dieser Entscheidung auch nicht. Aber das ist genau dieser Schreikrampf, den ich gerade habe, den ich euch seit 3 Folgen schon verspreche. Weil alles, was wir mit Susanna getan haben, ist nur, sie darauf hin aufzubauen, sie hätte das Potenzial, ein guter Revolvermann zu sein, aber sie entscheidet sich dafür, Mutter zu sein, sie entscheidet sich dafür, Frau zu sein, sie entscheidet sich dafür, vernünftig zu sein. Oder ein Klotz am Bein. Oder Mutter. Ich hätte eher gesagt, sie entscheidet sich dafür, ein Mensch zu sein. Ja, und Mensch sein ist in dieser Welt was Schlechtes. Ja, nein, es war deswegen etwas Schlechtes. Die Welt. Es war etwas Schlechtes Welt in Rowlands Welt. Aber die hat sich halt auch weitergedreht. Rowland weiß es nur nicht. Der kriegt das halt nicht mit, was außerhalb seiner eigenen Blase ist. Auf Deutsch gesagt, für euch ist diese Design-Entscheidung, nenne ich es mal, eine akzeptable. Ihr stoßt euch da nicht so dran. Also, nee, also ich finde halt, das ist vernünftig und Rowland sieht das vielleicht als Verrat oder sowas, aber er ist halt auch Rowland, er hat sie nicht mehr alle. Also ich finde, auf Seite der Geschichte ist das eine vernünftige Entscheidung. Auf Seite der Erzählung ist das, was du gesagt hast. Warum muss es Susanna sein? Da kann man drüber diskutieren. Da gehe ich voll mit dir. Das hätte genauso gut Eddie sein können oder irgendjemand anders. Ich weiß nicht, bei Jake hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber das akzeptiere ich. Aber trotzdem ist dieses Ende für Susanna auf Basis der Geschichte für mich absolut akzeptabel. Also ich muss ja zugeben, dass ich, wenn ich so sowas lese, gar nicht so tief in sowas reingehe, wie ihr das tut. Und ich finde es ja immer wieder faszinierend. Aber ich muss wirklich, ich fand das Letzte gut, was Flo gesagt hat, dieser Unterschied zwischen Erzählung und Geschichte. Das fand ich sehr, ich stelle mir gerade vor, dieses Buch hätte, es muss nicht mal eine Frau geschrieben haben, aber ein jüngerer
Mensch, von mir ein jüngerer King, der aber später gelebt hätte. Ne, ich versuche mich dann eben auch daran zu erinnern, ja, dass er hat es 2004 geschrieben. Die Rolle von Susanna war ja, oder die Figur Susanna war ja schon viel, viel früher angelegt worden. Vielleicht würde er, wenn er jetzt diesen Podcast hören würde, würde er sagen, ja, stimmt, wäre gar nicht so dumm gewesen, da mal so einen Rollentausch zu machen. Aber jetzt so mit fast 20 Jahren Verspätung ist es wahrscheinlich, ja, einfach seiner Person, seinem Alter, dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat, zu schulden, dass es halt so klischee-mäßig ist, wie es ist. Wir freuen uns also alle auf Der dunkle Turm 2, wenn alles wieder von vorne losgeht, nur jetzt in neuerer Zeit geschrieben. Das finde ich cool. Aber Flo, ich glaube, ich möchte dir, auch wenn es mich sehr viele Stunden meines Lebens kostet, ich glaube, ich möchte dir recht geben. In dem Aspekt, dass man es wirklich trennen muss zwischen Geschichte und Erzählung. Und das kann ich nur schwer. Aber ich glaube, das muss man. Und dann finden wir auch zueinander in dieser Serie, glaube ich. Denke ich auch. Da ist, glaube ich, der Knackpunkt, wie man damit umgehen sollte. Darf ich kurz? Ich finde es super, wie ihr miteinander diskutiert. No. Ich finde das toll. Es sollte mehr so Menschen geben wie euch. Wir machen das ja nur, weil wenn wir das prügeln würden, würde ich verlieren. Ja, aber selbst diese Einsicht. Nein, es ist aber, finde ich, tatsächlich so, ich weiß, dass ich in sehr vielen Punkten eine sehr stark, sehr persönlich geprägte Meinung habe. Und dass ich sehr in ein Wertesystem, in ein fremdes Wertesystem eintauche, zum Beispiel in solchen Büchern, und dann quasi alle Entscheidungen innerhalb dieses Wertesystems aus den Augen dieser Charaktere bewerte. Und ich glaube, das darf man hier wirklich nicht machen, ohne dass man anfängt zu schreien. Ja, definitiv. Gut, und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Und vielleicht habt ihr dann, Flo, du hattest jetzt gerade schon so in dem Nebensatz eine Möglichkeit aufgemacht, mit der man mir das erklären kann. Aber Susanna schafft es jetzt, die Welt zu wechseln, indem sie hat vorher festgestellt, dass Patrick mit seinem Zeichentalent ihr Furunkel da verschwinden lassen kann. Und sie beschließt, wir probieren das jetzt, ob er auch in der Lage ist, mir eine Tür zu malen. Und er schafft das, er malt ihr eine Tür, sie geht durch. Wohlgemerkt geht sie auch im vollen Bewusstsein durch, dass es schief gehen kann. Das rechne ich hier immerhin hoch an. Und sie kommt dann am Ende in irgendeinem New York raus. Und sie lernt Eddie neu kennen und Jake neu kennen. Die beiden kennen sie nicht und er kennen sie nicht. Aber sie wissen in irgendeiner Form, dass sie auf sie warten müssen. Und jetzt kommen wir zu dieser Diskussion mit, was ist die fundamentale Welt. Dass Eddie in dieser Welt ist, verstehe ich. In dieser Alternativwelt. Weil Eddie ist in keiner fundamentalen Welt gestorben. Al Guisiento ist nicht zwangsweise Rowlands Welt. Bei Jake, wenn Jake in Stephen Kings Welt gestorben ist, muss er eigentlich tot sein. Also wie kommt Jake in dieses New York? Die Frage ist, welcher Jake ist er? Genau. Weil ich gebe dir recht, wenn es der Jake, es kann eigentlich nicht der Jake sein, denn der fundamental, der ist da begraben und der verrottet da, aber der Jake, der in Rolands Welt gestorben ist, der kann natürlich sehr gut in derselben Welt gelandet sein, wo Eddie gelandet ist. Oder es ist halt ein komplett neuer Jake, ein Twinner Jake. Das würde ich eigentlich so sehen. Also das hätte ich auch gedacht. Weil, also ist es für euch keine Wiedergeburt, sondern eine Alternativversion? Ja, das ist eine Alternativversion. Deswegen sind Eddie und Jake ja jetzt auch Brüder. Stimmt. Also für mich sind sie beide Twinner. Und mit der Logik, deswegen kann ich das auch akzeptieren, dass Patrick Rowlands Sohn sein könnte. Genauso ein Twinner wie die. Er stammt aus einer anderen Welt.
hat einen ganz anderen Ursprung, ist aber dieselbe Person, die da verloren gegangen ist. Mein Problem mit dieser Sache ist nur, dass ich dieses Konzept von Twinnern irgendwie immer anders verstanden habe. Weil für mich war diese Idee mit den Twinnern, wenn Eddie schon der Twinner von Cuthbert ist, kann er ja nicht noch einen Eddie-Twinner haben. Das ist eigentlich mein Logikproblem, weshalb ich mich in dieser Theorie verfange, aber das ist, glaube ich, gar nicht etabliert. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass es so eine Art Multiversen gibt, dann gibt es halt von jedem in jedem Universum, dann sind es quasi Twinner nicht im Sinne von zwei, sondern Manifestation des gleichen Charakters in verschiedenen Universen. Ja, mich stört es nur, dass sie Eddie und Jake heißen in diesem Universum. Also für mich sehe ich das so, ich gucke zurzeit wieder Star Trek Deep Space Nine. Und da gibt es ja regelmäßig auch die Spiegelwelt-Episoden. Und da tauchen ja die Charaktere aus unserer Welt in irgendeiner anderen, ich sage jetzt mal, Twinner-Version auf. Die haben einen anderen Hintergrund, die haben eine andere Geschichte, es sind aber dieselben Figuren. Und so sind die hier für mich. Und zwischen Eddie und Cuthbert, das sehe ich tatsächlich als Twinner. Das sehe ich eher so als, nennen wir es Reinkarnation oder sowas. Also für mich sind das zwei verschiedene Dinge. Okay, damit kann ich leben. Ja, vielleicht, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, so eine Art Seelentwinner. Also, ne, weil anderer Name, ja, anderer Körper, anderes Erscheinungsbild, aber im Geiste irgendwie verbunden. Während die Eddies, es gibt dann aber auch noch Eddies einfach in den verschiedenen Welten, das sind dann eben verschiedene Versionen von Eddie. Ja, und das hätte mich halt, damit es konsistent ist, hätte ich halt einfach gesagt, okay, Susanna sieht den Typen, sagt, der sieht aus wie Eddie, der benimmt sich wie Eddie, aber er heißt halt Johannes. Na, also so, dann wäre das für mich logischer gewesen innerhalb dieser Twinner-Mechanik. Wenn wir die aber in zwei Typen einteilen quasi, dann kann ich das akzeptieren. Wir haben eigentlich sogar ein Beispiel direkt bei King, wenn wir Regulator und Desperation nehmen, könnte man ja sagen, dass die Figuren hier auch Twinner sind, aber komplett andere Geschichten haben. Ja, vielleicht. Ja, gut, ich erinnere mich auch nicht gerne an diese Bücher, aber trotzdem so könnte man das vielleicht auch noch irgendwie sich erklären dann. Ja, naja, und das bedeutet jetzt, dass Roland und Oi und Patrick alleine sind. Und wenn man drei Jungs alleine im Wald lässt, was passiert dann? Blödsinn. Ja, Roland verliert etwas von seinem Unverwundbarkeitscharakter, weil er plötzlich eben, ja gut, geschlafen hat er vorher auch, weil Susanna Wache gehalten hat, aber er muss jetzt, er versucht es ohne Schlaf, aber er schafft es halt nicht und der Plan, dass Patrick dafür Wache hält, geht halt schief. Und da muss ich sagen, benimmt er sich wieder in so vielen Hinsichten wie das letzte Arschloch. Also so viel wir bei Roland mittlerweile gewonnen haben, aber ich meine, dass das mit Patrick nicht funktioniert, das ist doch klar gewesen. Und das muss ihm doch klar. Da hätte ich doch eher viel, viel mehr mit euch geredet und euch darauf trainiert, als Wachhund zu fungieren, statt dass ich den Menschen versuche, darauf hinzuarbeiten. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich glaube, dass Roland die paar wenigen Sachen, die ihn sympathisch gemacht haben, mit seinem Quartett Stück für Stück verloren hat. Und deswegen ist er wieder so, wie er jetzt ist. Es kommt das, was dann natürlich passieren muss. Patrick schläft ein während der Wache und Roland schläft auch ein. Und Mordred greift das Camp an. Vorher ist aber noch eine wichtige Szene, wo wir gerade sind, Roland benimmt sich wieder wie ein Arschloch, denn Oi verweigert die Nahrungsaufnahme schon seit mehreren Tagen und Roland mault ihn dafür an, so sinngemäß, hättest du mit Susanna gehen wollen, dann hättest du das tun sollen, statt mich jetzt mit deinen traurigen Hundeaugen so anzugucken. Und das nehme ich ihm übel. Das nehme ich ihm tatsächlich mehr übel als alles andere in diesem Buch.
Ja, wer schon schwer mit Menschen hat, hat es halt auch schwer mit Tieren. Nein. Ich kann Menschen auch nicht leiden, aber zu Tieren gemein sein macht man einfach nicht. Zu Menschen gemein sein ist in Ordnung, aber nicht zu kleinen Tieren. Okay. Naja, aber Eul kennt seine Bestimmung, da ist ja der nächste Intelligente in der Runde. Er weiß halt, er muss Warland beschützen, er muss die Mission sichern und kämpft mit Wardwet und stirbt dabei. Und ich muss tatsächlich sagen, ich gebe zu, ich habe bei Eddies Tod geweint, ich habe auch bei Jake ein bisschen geweint, aber der Tod von Eul, der ist am übelsten. Vor allem, weil der Tod von Eul schon angekündigt ist. Denn könnt ihr euch daran erinnern, dass wir das schon gesehen haben? Das war mit dieser Pampelmuse, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist in der Mission, als Wolverine ins Tacho legt. Das kann auch sein. Wir hatten so viele Visionen, ich bringe die alle durcheinander. Aber auf jeden Fall haben wir diese Szene schon gesehen, dass, wir kennen ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wir sehen Eul auf diesem Ast aufgespießt. Wie hat die Szene für euch funktioniert? Für mich war die schlimm. Ja, also ich hatte ja schon gesagt, bei Eddies Tod, bei Jakes Tod und bei Euls Tod sind mir jedes Mal die Tränen gekommen. An einer anderen Stelle, wo ich sie dann erwartet habe, nicht. Aber das, weil Eul hatte ja auch nun wirklich so über das Tierdasein hinaus wirklich schon, er war ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Level höher durch seine rudimentäre Sprache und dass er so extrem empathisch war, hat ja wirklich dazu geführt, dass man ihn sehr, sehr besonders wahrgenommen hat. Also ich fand seinen Tod sogar schlimmer als den von Jake und Ron, ja. Und Eddie. Ja, ging mir auch so. Ja, die beiden, ich gestehe, gerade bei Eddie hat es mir ein bisschen zu lang gedauert. Aber ja, das fand ich doch sehr traurig. Ja, ich weiß nicht. Also Eddies Tod fand ich relativ schlimm. Jake war mir wurscht und so mittel. Also es hat mich nicht sonderlich mitgenommen, nein. Ich glaube, weshalb es mich so mitgenommen hat, war eben diese Szene vorher. Dass Eul so treu ist und der Mission ergebener als Susanna. Und der Dank dafür ist, dass er noch doof angemault wird, bevor er stirbt. Ich glaube, das war eigentlich das, was mich daran so mitgenommen hat. Also, ich finde, King hat irgendwie eine Art zu schreiben, dass mir seine diese ganzen. Bitte nicht wundern, es gab hier einen winzig kleinen Technikabbruch, aber danach ging es relativ nahtlos weiter, ihr habt also nichts verpasst. Jonas sagte, dass die Art von King Sterben zu beschreiben ihn nicht mitnimmt. Genau. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das können andere besser. Oft ja. Aber also tatsächlich hat Eul mich doch ein bisschen getroffen. Fassen wir also zusammen. King kann keine Sexszenen, kann keine Todesszenen. Keine Kinder. Frauen auch nicht. Autos kann er relativ gut. Ja, mit Enten hat er Probleme. Warum machen wir das hier? Was ist denn sein Problem mit Enten? Zu den Büchern kommen wir noch. Okay. The Quack Tower. Apropos, ich habe da mal eine dumme Zwischenfrage. Das ist vielleicht was für ein Flo. Mir ist aufgefallen, manchmal wird vom schwarzen Turm und manchmal vom dunklen Turm gesprochen. Ist das gleiche oder hat das eine tiefere Bedeutung, dass die Bezeichnung wechselt? Es ist mir auch aufgefallen, ich glaube aber, es ist immer dasselbe. Also ich habe nirgendwo was entdecken können, warum das anders heißt. Okay. Vermutlich ist es einfach der Übersetzung geschuldet. Und was mich irgendwie viel mehr mitgenommen hat als der Tod von Eul, war, wie schlecht es Mordred geht.
Ja? Wie der eigentlich leidet, seit er mit den anderen da im Schnee rumstiefelt. Was für ein armer Kerl. Ja, das finde ich tatsächlich auch. Das war für mich ernsthaft gemein. Also er hat mir auch schon vorher leid getan. Aber ich meine, jeder, der mal ein Magen-Darm-Virus hatte, der kann das ungefähr nachvollziehen. Mhm. Das ist halt auch nochmal auf einer ganz bestimmten Weise entwürdigend. Das kommt ja noch mit dazu. Aber alleine diese ganze Einsamkeit und dass er eben keinen Dean hat, dass er eben nicht die Vaterfigur hat, die Jake hat, dass er da draußen steht und sich den Arsch abfriert und nicht mal sein roter Vater in irgendeiner Form für ihn nützlich ist oder da ist oder auch nur ihm das Gefühl gibt, dass er für ihn nützlich ist. Ja. Aber wollt ihr damit also sagen, dass Mordred für euch funktioniert hat? Absolut. Nein, nicht als Bösewicht. Ah, gut. Als Bösewicht weiß ich nicht. Die ganzen Bösewichte hier funktionieren ja nur dadurch, dass ihr ihnen ihr Ruf vorauseilt. Genau. Die funktionieren ja nicht, weil sie wirklich böse sind. Insofern hat auch Mordred funktioniert, weil auch von dem nur irgendwie behauptet wird, der wäre böse. Ich glaube schon, dass sie böse sind, also zumindest von Fleck wissen wir es. Böse, ja, aber ja. Nicht mächtig, also nicht ja. Böse mächtig. Er ist mächtig böse. Genau. Nee, also ja, Mordred war für mich eher tatsächlich so eine bemitleidenswerte Figur und deshalb fand ich das irgendwie falsch, dass er versucht hat, ihn als so böse aufzubauen. Ja. Weil selbst mit dem Gedanken, ja, ich habe so viel gelitten, jetzt will ich Rache, selbst das hat bei ihm überhaupt nicht für mich funktioniert. Da richtig. Hätte man durchaus was draus machen können, aber dafür war er zu kurz im Spiel. Aber für mich ist die Funktion von Mordred trotzdem wichtig. Und da muss ich wieder auf diesen blöden Wandteppich zurückkommen, um eben zu etablieren, dass dass eben dieses Blut genauso korrumpiert ist wie alles andere. Und dass er eben auch ein Teil der Blutlinie ist und er wird halt ausgestoßen, obwohl er ja auch von dem Blut des Eld ist und so weiter. Und diese ganze Ungerechtigkeit, also die Funktion fand ich schon gut. Er ist bloß als Bösewicht oder als kleiner Gott oder als wie auch immer man es will, für mich überhaupt nicht relevant. Ja, also ich finde, wenn man ihm halt mehr Zeit gegeben hätte, hätte da halt so was Joker-mäßiges draus werden können. Aber so war es halt mehr Mitleid als Angst. Was ich mit ihm hatte. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch in der Argumentation wirklich nicht verstanden. Gut, ihr sagt jetzt magisches Gammelfleisch, okay. Aber warum ihn jetzt dieser blöde Klapper umbringt und die vergifteten Menschenfleischstücke vorher nicht? Ich habe nochmal nachgeschaut. Er frisst Konserven auch. Ich glaube, die Konserven sind daran schuld, nicht das Pferd. Aber das macht doch noch viel weniger Sinn. Oh, hast du schon mal vergammelt Konserven gefressen? Nein, aber ich würde jetzt trotzdem behaupten, wenn ich die Wahl zwischen vergammelten Menschen und vergammelten Konserven habe. Gab's da nicht in der Anfangszeit der Konserven so ein ganz fieses Giftzeug, was sich da drin entwickelt hat? Bleivergiftung. Nee, irgendein Bakterienkram, der ein ganz fieses Toxin entwickelt hat, gegen das es keine Heilung gibt und du gehst sowieso drauf davon. Aber haben sie nicht hat er nicht die Konserven gegessen, die Roland übrig gelassen hat? Ach, verdammt. Vielleicht waren nicht alle schlecht. Vielleicht hat der Weiße Ritter nur die Guten gegessen. Weil der weiß ja eh immer alles. Dann weiß er vielleicht auch, welche gut sind und welche nicht. Die nicht aufgebläht sind, sind gut. Aber wie gesagt, es hätte für mich viel mehr Sinn gemacht, hätte er Dangelo gefressen oder so. Ja, ja. Ja. Nee, ich glaube, das waren die Konserven von dem Lachvampir. Der Lachvampir braucht doch kein Essen. Der kocht ja nur, damit er Opfer ranlocken kann. Aber der braucht die ja selber nicht. Du kennst doch den Begriff Lachen aus der Konserve. Da hätte ich direkt nochmal eine Frage. Das habe ich vorhin völlig vergessen. Beim Lachvampir im Keller hängen doch so Sachen von der Decke. Im Buch klang das für mich zwar wie Leichensäcke, aber keiner traut sich reinzugucken. Habe ich was überlesen oder weiß man, was da hängt? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Okay.
Ich kann dir da auch keine Antwort geben. Ich erinnere mich, dass da was hing, aber ich glaube, dass nie wieder drauf eingegangen wurde. Aber wird er nicht als Spinne auch beschrieben, wenn er dann zerfällt? Ja, ne? Ja. Dann hätte ich jetzt einfach die Theorie geäußert, das sind Spinneneier. Oder seine eingesponnenen Opfer. Oder eingesponnene Opfer. Konserven. Quasi. Okay, ja, okay. Naja, meinetwegen. Da bin ich nämlich auch drüber gestolpert. Warum ist der Lachvampir die gleiche Spinnenart wie Mordred? Ja, ich glaube, er hat sich ganz ursprünglich für alle diese Spinnenfiguren von der S-Spinne orientieren lassen, beziehungsweise von diesen roten Spinnen, die er da als Kind wohl angeblich ja gesehen hat. Ich glaube, da reicht einfach Kings Fantasie nicht für mehr als eine Art. Okay. Kommen wir zum Thema, da reicht die Fantasie nicht. Wir gehen weiter, also wir beerdigen Oi, wir gehen weiter und wir erreichen das Rosenfeld. Und das ist der große Moment. Habt ihr irgendeine Gefühlsregung gehabt, als ihr an diesem Rosenfeld standet? Zu dem Zeitpunkt nicht, das kam tatsächlich erst später so ein bisschen. Ich musste irgendwie spontan an so Tulpenfelder in Holland denken. Mhm. Was mich gestört hat, mir kam diese ganze Szene, ich weiß, dass die so gemeint ist, aber es stört mich trotzdem, mir kam diese ganze Szene zu gesund vor. In meiner Vorstellung ist dieses Rosenfeld ein Blutfeld, ein Schlachtfeld, tatsächlich. Das hat für mich, auch wenn es eigentlich eine gute Sache ist, eine wahnsinnig bedrohliche Wirkung eigentlich zu haben. Und die hat's hier nicht. Dass zumindest der Himmel, ich habe mir einen strahlend blauen Himmel und Sonnenuntergang dann später und so vorgestellt, aber es ist blauer Himmel, es ist kein blutorkusroter Himmel. Es sind keine Blutrosen, es ist wie ein Tulpenfeld, wie du sagst, Andrian. Und das passt für mich gar nicht zusammen. Aber ich glaube, das ist wieder nur mein eigenes Bild in meinem eigenen Hirn. Aber wie geht's euch damit? Ja, die Bedrohung ist, glaube ich, eben auf dieser in Rolands Kopf, dass die Rosen eben zu ihm sprechen und ihn beeinflussen und ihn ja auch in Gefahr bringen, weil er ja dagegen ankämpfen muss, nicht auf den Turm zuzugehen, solange da noch der König seine Schnatze auf ihn wirft. Aber das Feld selber habe ich eben auch nicht so als, also habe ich nicht erwartet, dass das Feld eine optische Bedrohlichkeit hat. Nee, für mich war das auch wirklich einfach eine überdimensionierte Blumenwiese. Wenn das wirklich als Gefahr hätte darstellen wollen, dann hätte ich so gern gesehen, dass das so ein Maisfeld aus Kinder des Zorns oder sowas mit, nur halt aus Rosen. Das hätte ich cool gefunden. Aber ehrlich, da hat selbst Dornröschen irgendwie gefährlichere Rosen gehabt als jetzt hier. Bedrohung ist vielleicht auch das falsche Wort, aber für mich stehen diese Rosen für alle Opfer, die er gebracht hat auf seinem Weg. Und damit muss es für mich, darf es nicht so fröhlich sein. Es ist mir zu fröhlich, das ist, glaube ich, mein Problem. Ich bin mir sicher, ob ich das... Ich habe die Rosen nicht als Zeichen der Opfer gesehen. Ich habe die Rosen eigentlich immer als was Hoffnungsvolles gesehen, als das Überleben in einer sterbenden Welt. Und deswegen bin ich das auf die Idee jetzt noch gar nicht gekommen. Okay. Ich verstehe, woher du kommst, argumentativ. Das auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch nirgendwo etabliert, was ich dazu für eine Assoziation habe. Aber ich weiß nicht, es war mir... Jonas, wie ging's dir denn damit? Du bist ja jetzt auch den ganzen Weg zum Turm mit uns geritten. Ja, aber bedrohlich fand ich die Rosen auch nie. Nein, aber hat es für dich einen Gefühlsmoment ausgelöst? Nein. Okay. Ja, und wie gesagt, wir kommen jetzt dahin, dass wir einen Versuchungsmoment haben, denn die Rosen und der Turm ruft nach Roland und er kommt gegen sein Karl nicht an und er weiß, er wird früher oder später aufspringen müssen und hinlaufen. Es gibt nur ein Problem an der ganzen Sache, nämlich der scharlachrote König hält den Thron besetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es stört mich, dass wir den scharlachroten König hier beschrieben haben. Wie geht's euch damit?
für mich ist das der Zauberer von Oz-Moment. Mhm. Guck nicht hinter den Vorhang. Mhm. Also auch überhaupt dieser große Kampf gegen diesen großen mega Überbösewicht. Ich dachte ja, ist das alles? Hallo? Das ist ein Typ, der mit Kugeln wirft. Das ist langweilig. Hallo? Darauf läuft's hinaus? Nee, bitte nicht. Aber leider ist es so. Hat mich sehr enttäuscht. Hm. Kendrian? Für mich war das so ein Daffy Duck-Moment. weil er wirkt halt nicht sonderlich bedrohlich und jemand radiert ihn weg. Das habe ich schon sehr oft bei Bugs Bunny gesehen. Ja, einfach zu durchgeknallt, um eine echte Bedrohung zu sein. Also genau wenn jetzt das Gesäusel der Rosen nicht wäre, würde man sagen, dann warten sie, provozieren sie ihn, bis seine Schnatze alle sind und dann war es das. Dass er Patricks Hilfe braucht, ist wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass er nicht ewig gegen die Rosen ankommt. Der König selber ist so, solange er nicht 20 Schnatze auf einmal schafft zu werfen, ist es für Roland kein Problem. Theorie. Wir haben ja jetzt schon etabliert, dass die ganzen Bösewichter schwierig bis lächerlich sind. Zumindest sobald wir sie sehen. Sie leben ja nur von ihrem Ruf. Meine Theorie ist, der Turm oder die Welt will, da kommen wir ja gleich aufs Ende dann hin, aber für mich ist der Turm ja eine Bestrafung ist vielleicht das falsche Wort, aber es will ja, stellt sich raus, eigentlich nichts Roland von seinem Turm fernhalten. Wisst ihr, wie ich meine? Die Idee ist ja eigentlich nur, dass Roland immer wieder durch dieselbe Hölle gehen muss, immer wieder dieselben dummen Entscheidungen treffen, immer wieder dieselben Leute opfern und so weiter. Und das können wir halt nur tun, wenn Roland denkt, es gibt überhaupt irgendeinen Grund, der verhindern kann, dass er zu seinem dämlichen Turm kommt. Er stürzt sich ja permanent selber nur in die Scheiße. Und genauso wie es eben hier mit den Rosen ist, die Rosen rufen ihn, okay, aber im Prinzip ist es ja seine eigene Besessenheit, die zum Problem wird und eben nicht der König und eben nicht die Bösewichte, die ihn aus seinem Schicksal fernhalten wollen und so. Meinungen? Ja, ich frage mich halt, was wäre jetzt, wenn Patrick nicht da gewesen wäre, was wäre dann passiert? Ich verstehe auch nicht, warum der König versucht, Roland mit den Schnatzen zu töten, weil eigentlich braucht der König ja Roland, um den Turm zu öffnen. Also es ergibt irgendwie, eigentlich müsste ja, der König hofft wahrscheinlich, dass Roland irgendwann aufgibt gegenüber den Rosen, dann zum Turm kommt. Da hat er auch nicht vor, ihn zu töten, sondern er bietet ihm ja dauernd an, so Star Wars-mäßig, ja, gut, gemeinsam das ihm zu glauben, würde ich jetzt auch nicht. Ja, er sagt aber, ne, gemeinsam, wir zusammen und so weiter und Herrscher über die Welt, was ja gar nicht Rolands Ziel ist, sondern er will nur zum Turm. Was dann kommt, wird der Turm entscheiden. Auch hier wieder eine kleine persönliche Theorie. Wenn wir bei dieser ganzen Theorie bleiben mit der Linie des Eld und das ist alles dieselbe Wichse, nur mit hübscher weißer Tünche. Was würde denn passieren? Würde er diesen Höllenkreis durchbrechen, wenn er sich am Ende mit seinem Feind verbündet? Wenn er jetzt wirklich Arm in Arm mit dem scharlachroten König in das oberste Geschoss gehen würde? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von Der dunkle Tor. Nee, keine Ahnung. Also, mir fällt kein Grund ein, warum das so sein sollte. Weil er dann nicht mehr ständig kämpfen muss, weil er dann nicht mehr ständig Leute opfern muss für irgendeine Mission, weil er ja dann keine Feinde mehr hat. Dass die beiden zusammen wie Schneeweißchen und Rosenrot oben rausmarschieren aus dem Turm und in einer Welt zusammen nebeneinander herreiten. Na, das nicht einmal, aber dass er dann vielleicht endlich sterben kann zum Beispiel. Dann hole ich jetzt mal meinen Theorien aus. Ich habe also viel nachgeforscht im Internet und habe mir meine Theorie aus verschiedenen anderen zusammengeklaut. Genau. Ich habe ja schon gesagt, die Aufgabe des Kartetts ist es eigentlich, die Balken zu retten. Mhm. Damit ist die Welt gerettet.
und alles ist gut. Die Bösen können nichts mehr machen. Wir haben ja selbst festgestellt, die sind sehr lahm. Deswegen ist es eigentlich gar nicht Rolands Aufgabe, den Turm zu finden. Dass er da immer weitergeht, sorgt dafür, dass er ja, es immer wieder machen muss. Ich glaube nicht, dass Roland und der scharlachrote König in den Sonnenuntergang reiten sollten, sondern ich denke, dass Roland diese Reise hätte gar nicht überleben dürfen. Dass er derjenige sein müsste, der sich vielleicht auch an Eddies Stelle oder so opfert, um den Balken zu retten und damit diesen Kreislauf unterbricht. Und seine Lösung findet, ja. Genau. Das ist jetzt meine Arbeitstheorie im Moment. Ja, und meine ist halt ja relativ ähnlich dran, weil für mich ist eben dieses Erlösungsmoment, wenn wir davon ausgehen, dass der scharlachrote König genauso ein Recht auf den Turm hat wie du und wir das anerkennen in irgendeiner Form, weil er eben auch aus dieser Eldblutlinie und so weiter ist, oder wir einfach anerkennen, dass dieser Bullshit mit dieser Blutlinie einfach Bullshit ist, und sagen, okay, der Turm ist das Zentrum aller Welten, warum zum Teufel sollte ich darauf ein Vorrecht haben? Das ist ja ein unglaubliches Anspruchsdenken, was da dahinter steht. Dass wenn er an den Erkenntnispunkt kommt, dass das eben dann dieser Punkt ist, der zur Erlösung führt. Also, wie die Erlösung dann aussieht, will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber weil ich bleibe immer noch bei dieser ganzen Sache hängen, dass das mit dem kinderfressenden Eld keine Karikatur war und dass wir quasi aufgeben müssen, uns für die Guten zu halten mit aller Gewalt und die anderen für die Bösen, damit wir unseren Frieden finden. Ja, was ja auch dann tatsächlich der Figur Mordred mehr Sinn bringen würde. Richtig, richtig. Ja. Tja. Jetzt sind wir also da am Turm. Was machen wir denn damit? Aufhören. Habt ihr denn gezögert? Natürlich nicht. Keine Sekunde. Nö. Nö, ich bin Hörbuch. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich unglaublich frech fand. Von King. Und wirklich frech. Ich war persönlich beleidigt. Ist diese ganze, er hat keine Idee wirklich gehabt, wie er die ganze Scheiße beenden soll. Und er beleidigt mich als Leser damit, dass er sagt, du hast ja das Konzept nicht verstanden. Ich bin ja hier nur, weil ich schwafeln will. Und du sollst mir doch gefälligst beim Schwafeln zuhören. Du hast überhaupt kein Recht auf eine eigene Geschichte. Und ja, er hat Recht. Das gibt ihm aber noch nicht das Recht, mir das so zu sagen. Aber ich meine, er erklärt jetzt auch selbst, er kann keine Enten. Was haben wir ja schon selbst gemacht haben. Und auch hier ziehe ich ein Zitat vor. Enten sind herzlos. Ich habe viele geschrieben. Aber die meisten nur aus dem Grund, aus dem ich morgens eine Hose anziehe, bevor ich das Schlafzimmer verlasse. Weil es hierzulande so Sitte ist. Ja, das ist tatsächlich hübsch. Aber hat euch dieser Einschub, hat er euch genervt? Mich hat er ernsthaft irgendwie, ich fühlte mich da angemacht. Ich fand den toll. Ich auch. Mhm. Weil ich dachte tatsächlich erst, okay, das war's jetzt. Ja, mein Problem war, ich hatte das Buch ja schon mal gelesen und ich wusste auch, an das Ende konnte ich mich erinnern. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass er diesen Trugschluss gemacht hat, wie man ihn in der Musik kennt, wo man denkt, das Lied ist zu Ende und es geht dann doch noch weiter. Mittlerweile kannte ich diese Konstruktion von ihm aber aus das Schwarze Haus, was ich ja zwischenzeitlich gelesen hatte, wo er ja auch gesagt hat, so, wenn du willst, ist hier die Geschichte zu Ende. Und das war ja auch so ein halbwegs Happy End. Und du kannst aber auch weiterlesen, aber ich sage dir gleich, es wird dir nicht gefallen und dann liest man das Buch zu Ende. Also ich sowieso, weil ich bin Completionist, natürlich lese ich das Buch zu Ende. Und dann kommt das Ende, wo man hinterher sagt so, Und mich, das hatte ich vorhin auch mit ihm, es ist ja auch so, es kommt ja erst der Trugschluss, Roland betritt den Turm, dann kommt der Epilog, den wir ja vorgezogen haben, Susanna in diesem, wo sie landet, hinter der Tür. Und
dann kommt sein Palaver hier und jetzt kannst du weiterlesen, wenn du unbedingt willst. Und dann kommt ja das richtige Ende. Und das ist, deswegen meinte ich vorhin so nach dem Motto, er will irgendwie allen gerecht werden, er will ein Happy End für die, die ein Happy End haben wollen, und wer kein Happy End haben will, der liest halt den Rest noch. Das erinnert mich so daran, es gibt diesen Film Spurlos verschwunden, ein niederländischer Film, der mit einem absoluten Horrorende endet, und dann gibt es das amerikanische Remake, wo sie das Ende dann, also wo es nach dem Ende der Originalgeschichte in der amerikanischen Verfilmung weitergeht und ein Happy End gibt. Das ist so bei den, gibt ja so dieses Klischee, bei den Amerikanern muss es immer ein Happy End geben. Es darf zwischendurch die Welt untergehen, aber am Ende muss alles gut werden. Und hier hat er es quasi umgekehrt gemacht. Roland betritt den Turm, Ende, Susanna ist glücklich und zufrieden, und wenn du willst, kannst du jetzt noch einen vor den Latz gekallt kriegen. Was mich tatsächlich stört an der ganzen Sache, ich würde mich gar nicht mal so beleidigt fühlen, wäre das nur das gewesen. Aber wir haben in der ganzen Geschichte, gerade in den letzten zwei Bänden, immer etabliert, dass King zu faul und oder zu feige ist, diese Geschichte zu Ende zu bringen. Und dass er jetzt seine Feigheit als Leser auf mich überträgt und mir sagt, ja, also eigentlich willst du ja gar nicht weiterlesen. Versteht ihr, wo ich hin will? Ja. Er will quasi jetzt eine Ausrede dafür, dass er dieses Ende eigentlich nicht schreiben muss. Und ja, er redet den Lesern ein, was sie wollen sollen. Mhm, genau. Und ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Immerhin hat er es ja dann doch geschrieben. Und ganz ehrlich, also ich hätte auf dieses Susanna, Eddie, dieses Happy End hätte ich nicht gebraucht. Das, von mir aus hätte Susanna in der Tür verschwinden können, wir hätten nichts mehr von ihr gehört. Hätte ich mit leben können. Ich habe aber auch kein Problem damit, dass die jetzt ein Happy End kriegen. Alles okay. Und dann kommt dieser letzte Knall mit Roland. Und ganz ehrlich, das reißt tatsächlich das Buch für mich nochmal ein bisschen rum. Ja, für mich reißt das auch rum, aber in eine positive Richtung. Ja, ich glaube, ja, so auch. Ne? Ich auch. Ich hätte das mit einem einfachen Happy End, hätte ich das furchtbar gefunden. Mich hat es halt so ein bisschen an wenn man im Kino einen Film guckt und nach dem Abspann kommt noch irgendwas, erinnert. Und ich fand das toll. Und auch das, dass er quasi sagt, ja, du willst doch gar nicht weiterlesen. Ihm ist doch völlig klar, dass eigentlich alle weiterlesen, die bis hierhin gekommen sind. Ja. Dass sie den gleichen Weg gehen wie Roland. Naja, also ich hatte da wirklich Spaß dran. Wie standet ihr denn zu dieser, dass wir durch sein Leben gehen? Weil die Idee fand ich ganz hübsch. Also gruselig fand ich tatsächlich diese Oedipus-Komplex-Momente, aber gut, die sind halt auch im Buch verankert. Aber so dieser ganze Aufbau von diesem Turm, da fragt man sich ja, was wäre so an Schlüsselmomenten bei euch da drin? Also bei mir in dem Fall, wenn das mein Turm wäre und so. Aber als er dann tatsächlich durch diese Tür geht, und ich fand es sehr gut, dass wir eben keinen wahnsinnigen Gott da oben haben. Er hätte das Ende, jedes andere Ende wäre schlimmer gewesen, glaube ich. Weil es nie wirklich zufriedenstellend gewesen wäre. Und so, ja, ich weiß, ganz viele hassen dieses Ende. Aber für mich steht das so auf einer Stufe, zum Beispiel mit den Sopranos. Die hatten ja auch so ein Ende, wo du davor sitzt und denkst, was zum Teufel? Und wenn du aber irgendwann darüber nachdenkst, weißt du, okay, das war genau die fucking richtige Entscheidung, das so zu machen. Und deswegen bin ich froh, dass wir hier keinen Gott, keinen was weiß ich haben. Stell dir vor, Stephen King hätte sich da als Gott selbst nochmal reingeschrieben. Ja, und ich hatte die Befürchtung. Ja, oh nee, das ist genau das. Nee, ich finde es genauso, wie es jetzt ist. Ich bin mit dem letzten Teil der Reise nicht zufrieden, aber mit der Ankunft schon. Und da muss ich sagen, und das ist auch mein liebstes Zitat aus dieser ganzen Serie eigentlich: Du bist der Einzige, der sich niemals ändert, hatte Kurt ihm einmal erklärt.
und Roland hätte schwören können, Angst in seiner Stimme gehört zu haben. Obwohl er nicht begriff, weshalb Kurt sich vor ihm, einen Jungen, fürchten sollte. Das wird dein Untergang sein, Junge. Du wirst auf deinem Weg zur Hölle 100 Paar Stiefel aufbrauchen. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, dieses Ende vom Turm ist ziemlich genau meine Vorstellung vom Jenseits. Und diese Etablierung, dass die Hölle aus Wiederholungen besteht, das haben wir ja im King-Universum auch recht häufig. Ich befürchte, in meiner Welt kommt das der Wahrheit, der emotionalen Wahrheit sehr nahe. Und da ich weiß, dass ich genauso impulsgetrieben und genauso stur bin und genauso furchtbar penetrant bin, das wird mir genauso gehen, wenn das der Fall ist. Aber ich fand das Ende fand ich richtig, richtig gut. Ich war halt überrascht, dass es mich beim zweiten Lesen, ich weiß, beim ersten Lesen hat es mich unheimlich angefasst und mich, da meine ich, damals auch zu Tränen gebracht. Diesmal, gut, vielleicht, weil es nicht mehr dieser Überraschungseffekt war, ging es nicht mehr so dramatisch mit mir um. Was ich nicht mehr in Erinnerung hatte, dass er ja dann das Horn, irgend dieses Horn jetzt bei sich hat, ja. Und man so denkt, vielleicht ist das dieser entscheidende Punkt. Er macht sich da nicht so, aber bei dem Weg durch den Turm hat er ja auch nochmal dieses Horn irgendwo gesehen und beschrieben, wie er es bei einer Schlacht nicht aufgehoben hat, genau. Weil er es da nicht für wichtig hielt. Und als er durch die Tür geht, hat er es bei sich und das ist wirklich so, tja, vielleicht ist das genau der Punkt, weshalb jetzt der nächste Durchlauf der letzte ist, aber man weiß es halt nicht. Ja, die Theorie habe ich oft gelesen, ja. Das Horn des Eld, das ja auch mit dieser Erblinie in Verbindung steht. Hashtag Phallus-Symbol. Ich glaube tatsächlich, ja, das hat eine Bedeutung. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das schon der nächste Schritt ist. Ich glaube, das ist einfach, also das ist noch nicht der Schlüssel zur Erlösung. Ich glaube, der Gedanke dahinter ist einfach, dass er bei jeder Wiederholung tatsächlich einen winzigen Brocken dazulernt, aber eben auf dem Weg trotzdem im nächsten Durchgang mit dem Horn vielleicht 19 statt 20 Leichen hinterlässt auf seinem Weg. Aber es trotzdem, er arbeitet sich aus seiner Hülle ganz, ganz langsam raus. Aber ich glaube, der Weg ist noch sehr lang. Oder weiter hinein. Oder weiter hinein, das kann natürlich auch sein. Hattet ihr denn Mitleid mit ihm bei diesem Ende? Oder hattet ihr ein hat er verdient, der Hund? Nee, ich hatte durchaus Mitleid. Aber das wurde ziemlich schnell abgelöst von der freudigen Erwartung, jetzt nochmal alles lesen zu müssen, dürfen, können. Irgendwie sowas. Jonas? Ich hatte schon ein bisschen Mitleid mit ihm. Nein, mehr als ein bisschen. Es ist aber mehr so ein externes Mitleid, weil er weiß ja nichts von seinem Schicksal. Für ihn, er ist ja resettet. Das ja, klar. Ne, für ihn ist es, als wäre alles vorher nicht gewesen. Wir sind ja diejenigen, die leiden, weil wir wissen, was er durchlebt hat, vermeintlich vergebens. Ne? Wir haben ja die Hoffnung, dass es nicht vergebens war. Aber für ihn ist es halt so, es ist ja nicht wie bei Murmeltier, wo der Protagonist morgens aufwacht, weiß, okay, es hat wieder nicht geklappt und ich muss wieder irgendwie von vorne anfangen und so weiter und so fort. Sondern für ihn ist, ja, es geht von vorne los. Nicht mal das ist ihm bewusst. Für uns ist es so, es geht von vorne los und wir fragen uns, wie wird es diesmal enden? Für ihn ist es das erste Mal. Ja, aber was ich schlimm fand, und ich weiß nicht mal, ob das nur ein Gefühl ist oder ob das im Buch wirklich auch so vorkam, die letzten Schritte und dann das durch die Tür durchgehen, eben dieser, ich sag mal, Reset-Vorgang, die letzten Sekunden davor, das kam mir unglaublich beklemmend, weiß ich nicht. Da hat er gelitten. Ja. Das hat auf jeden Fall irgendwas gemacht, ja. Ich muss dazu sagen, jetzt bin ich vielleicht auch ein Arschloch, aber ich saß da und hab gedacht, hast du verdient. Also für mich, auch beim ersten Lesen, ich weiß, das ist lang her, aber beim ersten Lesen, ich hab auch gedacht, ja, richtig so. Du darfst das Spiel so lange spielen, bis du es gelernt hast, du Idiot. Mir wäre das egal gewesen mit Jake, mir wäre das egal gewesen mit Susanna, mir wäre das völlig egal gewesen mit Eddie.
Was ich ihm übel genommen habe, war, dass er zu allgemein war. Er hat das nur verdient, weil er euch so behandelt hat. Nur deswegen hat er es schon alleine verdient. Und ja, ich habe komische Maßstäbe. Ich kann mich echt nicht erinnern. Also jetzt beim Lesen, das ist ja auch das dritte, vierte, fünfte Mal jetzt, hatte ich kein Mitleid mehr mit ihm. Ich weiß aber nicht mehr, was war, als ich es damals das erste Mal gelesen habe. Ich glaube aber, ich habe auch kein Mitleid mit ihm, weil sein Lebensziel ist die Suche nach dem dunklen Turm. Und nicht das Ziel, ja. Genau das. Der Weg ist wieder das Ziel. Und er kann mit dem weitermachen, für das er lebt. Und das ist, glaube ich, für ihn, auch wenn es ein Scheißende für ihn ist, ein gutes Ende für ihn. Das ist tatsächlich bei mir, ich weiß, was du sagen willst, habe ich aber überhaupt nicht im Gefühl. Also auf rein emotionaler Ebene, nein. Es ist für mich wirklich eine Bestrafung, eine aktive. Ich müsste noch mal kurz dazwischen fragen, Dela. Mhm. Du hast eben gesagt, bis er es gelernt hat. Mhm. Was gelernt? Ja, eben, das ist die Frage. Aber er muss ja irgendwas lernen, sonst würde er das Horn nicht bringen. Er kriegt quasi in jedem Durchlauf irgendwie ein neues Element dazu. Und sei es nur zu lernen, also meine Theorie ist, er muss lernen, seine Obsession nicht über seine Menschlichkeit zu stellen. Weil das Horn verliert er, weil er es eilig hat, nach dieser Schlacht wegzukommen, um eben die Suche weiter zu verfolgen. Er macht sich nicht die Mühe, zumindest wurde es so nicht gesagt, er macht sich nicht die Mühe, das Horn aufzuheben, er macht sich also auch wahrscheinlich nicht die Mühe, Kraftwirt zu beerdigen. Er stellt also auch hier wieder seine Suche über seine Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist das, was wir ihm einprügeln wollen. Da muss ich drüber nachdenken. Ich glaube, solange er sich über das Quartett, und es ist jetzt egal, welches Quartett es ist, solange er sich über dieses Quartett stellt, oder seine Suche, genau, solange muss er diesen Weg wiederholen. Genau, ja. Glaube ich auch. Okay, dann hätte ich eine Anschlussfrage. Weil zu deinem ersten Punkt, dass er seine Menschlichkeit nicht verlieren darf. Verloren hat er sie schon. Aber hätte ich gesagt, da kann er doch gar nichts für. Das ist seine Ausbildung. Da wurde er von klein auf schon hingedrillt. Ja. Das kann ich nur mit einer Gegenfrage beantworten. Warum ist für euch denn der Punkt, an dem die Wiederholung losgeht, quasi der Punkt, an dem er wieder einsteigt, also quasi der Anfang von Schwarz? Also hat er ja, wenn er jetzt mit seinem kompletten Leben neu anfangen müsste und zum Beispiel diese ganze Wandbarkeitsprüfung und so weiter auch neu wählen könnte, hätte er ja eine viel realistischere Chance, was zu ändern. Da bin ich bei dir. Habt ihr einen Sinn darin gesehen, dass wir genau an dem Punkt wieder einsteigen? Da wäre, glaube ich, für mich wichtig zu wissen, und da weiß ich nicht, ob mir einfach da ein bisschen Buchhintergrundwissen fehlt, wo kommt diese Obsession denn her für den Turm? Das wird, glaube ich, wirklich nicht genannt. Okay. Vielleicht, ich habe hier die Stelle nochmal rausgesucht, die entscheidende Stelle, also wo er durch die Tür geht und dann diese ganz kurze Phase der Erkenntnis hat, wo er also weiß, was jetzt, was war und was kommt. Und da sagt er, dass er eben, wie viele Male war er schon diese Stufen hinaufgestiegen, um nur um zurückgewiesen, zurückgedrängt, zurückgeworfen zu werden, nicht zurück zum Anfang, Klammer auf, als manches sich vielleicht noch hätte ändern lassen, genau, um den Fluch der Zeit aufzuheben, sondern zu jedem Augenblick in der Mohain-Wüste, als er endlich begriffen hatte und so weiter und so fort. Das heißt, es hat schon Grund, dass er genau an diesen Punkt, also nicht zu seiner Geburt oder sonst, sondern genau zu diesem Punkt zurückversetzt wird, wo sozusagen die Entscheidung schon gefallen ist, sein Ziel ist der Turm. Richtig. Und genau deswegen hat es für mich halt diesen Bestrafungscharakter. Es hat einen Bestrafungscharakter, aber es hat durch dieses Element mit dem Horn für mich immer noch die Möglichkeit, er kann zwar nichts mehr gegen seine Obsession tun, aber er kann was dagegen tun, über diese Obsession seine komplette Menschlichkeit zu fordern. Ungefähr so. Ja, bezüglich des Horns wird hier gesagt, dies ist dein Versprechen, dass die Dinge sich anders entwickeln können, dass es vielleicht eine Rast geben wird, sogar Erlösung. Genau. Beantwortet das deine Frage so halbwegs, Hendrian?
Ich glaube, es wirft noch viel mehr Fragen auf. Dann noch eine andere Theorie. Wir hatten ja gerade gesagt mit dem Aufbau, dass wir den Epilog von, also diese Idee von Susanna machen, bevor, also sie trifft die Jungs wieder, bevor Roland in den Turm geht, zumindest in unserer Strukturerzählung. Ich finde das gut, dass wir es so gemacht haben. Es hätte aber sehr viele Logikprobleme gelöst und neue Probleme und Ideen aufgeworfen, wenn Roland erst in den Turm gegangen wäre und oben rein und die Zeitschleife neu gestartet hätte und dann Susanna wieder in diesem New York aufwacht, in dem sie aufwacht. Weil das hat ja dann wieder Implikationen, was ist eigentlich mit all den Leuten, die eben auf dieser Reise gestorben sind? Was bedeutet das zum Beispiel für King als denjenigen, der die Geschichte geschrieben hat, der ja auch, egal ob Unfall oder nicht, nicht unsterblich ist? Und so weiter. Denn wenn Roland seine Reise neu beginnt, müssen ja theoretisch, sind ja alle anderen zu genau derselben Hölle immer wieder verdammt. Oder? Davon wäre ich ausgegangen, ja. Könnte es nicht sein, dass bei jeder seiner Runden, nenne ich es mal, es andere drei oder mehr sind? Möglich glaube ich aber nicht, weil dieses ganze Konzept von Fühlungnahme, von Quartett kennt sich, Rudel sieht sich, Rudel riecht sich, Rudel erkennt sich wieder, egal in welcher Welt. Ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn es eben wirklich immer dieselben Spieler sind. Ist die Frage, ob er sie dann in der nächsten Runde jeweils aus den gleichen Welten holt oder diesmal eben nicht aus anderen Welten. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir setzen Susanna, nachdem er sie, Susanna geht durch die Tür, endet meinetwegen sogar im Flitzerdunkel. Das müssen wir ja nicht sagen. Na? Dann haben wir immer noch das Ding, Jake ist in der realen Welt, in der fundamentalen Welt tot. Eddie, okay, ist vielleicht nur tot. Dadurch wir aber diesen Reset machen, kommt Susanna in ein New York und dann kann er dasselbe Quartett aus der einen Welt ziehen. Aber es ist dasselbe Quartett und er hat wieder dieselbe Chance im Prinzip. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber das liegt auch daran, dass ich nicht weiß, ob die fundamentale Welt die fundamentale Welt ist. Aber ja, das sind halt Sachen, die wir auch nie erfahren werden. Aber ihr versteht grundsätzlich, wo ich hin will. Ja. Aber könnte er Jake nicht aus derselben Welt holen, wo er ihn hergeholt hat, weil er ihn ja aus einer anderen Zeit holt, zu einem anderen Zeitpunkt, wo er noch nicht gestorben ist? Möglich. Es würde halt nur für mich dieses Paradoxon lösen, dass Jake eigentlich wirklich tot sein muss, zum Beispiel. Und es würde halt dieses Zufallselement rausnehmen, dass Susanna jetzt ausgerechnet wirklich dort gelandet ist, wo sie sein will. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn quasi das die Karten einfach komplett neu mischt und dann sie quasi zufällig gleich zueinander mischt, statt sie aus drei verschiedenen Wands zu ziehen. Halt winzige Änderungen, die aber am Gesamtkonzept nicht viel ändern. Das will ich eigentlich damit sagen. Gut. Und jetzt sind wir im Prinzip wieder da, wo wir waren, nämlich am Anfang von Schwarz. Flo, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo ich das Wort an dich übergebe. Genau, ich will nur kurz darauf eingehen, wir haben schon öfter darüber geredet, aber der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Es geht alles wieder von vorne los, also dachte ich, wir kehren noch mal ganz an den Anfang zurück. Und zwar zu den ursprünglichen Kurzgeschichten. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, die sind im Magazine of Fantasy and Science Fiction erschienen, und zwar auch auf Deutsch. Also man kann die auch recht günstig, sich diese Ausgaben noch kaufen und sich mal angucken, wie die Originalgeschichten aussahen. Die sind dann ja aber auch gesammelt als die Ursprungsversion von Schwarz erschienen. Und der erste Teil war The Gunslinger im Jahr 1978.
Dann kam The Way Station 1980 erst. Und dann kam 81 The Oracle and the Mountains, The Slow Mutants und The Gunslinger and the Dark Men. Die kamen so richtig ja, kurz hintereinander, kann man eigentlich sagen. Und das Interessante hier dran ist, dass wir hier wirklich die Rohfassung haben. Also wir haben hier die Geschichte, wie King sie angefangen hat. Und vielleicht kann man das sich so, ja, so zurechträumen, dass das ein früherer Durchlauf war. Mhm. Es gibt einige Unterschiede, die er dann zu seiner überarbeiteten Version von Schwarz gemacht hat. Also er hat Dinge neu hinzugefügt. So unter anderem das Horn. Dass er das nicht annimmt, das war in der Ursprungsgeschichte jetzt nicht dabei. Und verschiedene Figuren und Namen. Shimi hat er dann später erst zum ersten Mal hier erwähnt. Er hat ein paar Dinge abgeändert gegenüber der Geschichte, wie sie dann jetzt später offiziell zu Schwarz wurde. Namen von Orten zum Beispiel. Die Stadt Farson hieß früher Taunton. Oder teilweise Übersetzungen, die anders waren. Und er hat auch ein paar Punkte entfernt. Und das finde ich auch interessant. In der Ursprungsgeschichte hatte Roland zum Beispiel noch zwei weitere Jugendfreunde. Randolph und Paul. Und auch da könnte man natürlich wieder sagen, ja, das waren wieder zwei Figuren, die hat er dann in späteren Durchgängen nicht mehr gezogen. Es ist tatsächlich interessant. Es gibt nicht so viel Neues her, wenn man also Schwarz jetzt die überarbeitete Fassung kennt oder natürlich auch die alte Fassung. Braucht man die einzelnen Bücher nicht zu lesen, aber es ist so nettes, kleines, archäologisches Werk für die King-Fans. Da kann man sich ein bisschen reinwühlen. Und tatsächlich muss man auch noch erwähnen, quasi zwischen der alten Komplettfassung von Schwarz und der Neuauflage von Schwarz, die rauskam, nachdem der Turm fertig war, gibt es auch... Die kam nicht raus, nachdem der Turm fertig war. Die kam raus, bevor er die letzten drei Bände... Genau, ja, natürlich, Entschuldigung, richtig. Ja. Aber da haben wir zum Beispiel auch winzig kleine Änderungen drin. Zum Beispiel in der ganz Originalversion von Schwarz taucht der Tahin nicht auf. In der überarbeiteten Version von Schwarz sehen wir von Weitem einen Tahin, einen Typ mit Vogelkopf. Genau, das gehört zu den vielen Änderungen. Aber es gibt ja einen weiteren möglichen, also es gibt sie nicht, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass es keine Verfilmung gibt. Aber hier gibt es auch Fan-Theorien, dass es sich dabei, und das haben nicht nur Fans gesagt, sondern auch tatsächlich einige der Macher dieses Films, dass der Film ist ja keine Verfilmung der Bücher, sondern er könnte ein weiterer Durchlauf oder eine Geschichte eines weiteren Durchlaufs sein. Das ändert nichts daran, dass der Film aus dem Jahr 2017 einfach schlecht ist. Und nicht existiert. Ja, also selbst wenn das ein weiterer Durchlauf ist, dann hat Roland da noch weniger gelernt. Und ja, sagen wir einfach so, es gibt gute Darsteller, also Idris Elba als Roland oder Matthew McConaughey als Mann in Schwarz. Die können was, aber die Geschichte ist, auch wenn man versucht hat, sie mit so vielen kleinen King-Querverweisen zu spicken, kann man sie absolut vergessen. Also der Film ist eine Katastrophe. Bleibt bei den Büchern. Und ja. Genau. Wollen wir, wenn wir gerade über den Film schon gesprochen haben, der nicht existiert, wollen wir hier gleich noch ganz kurz die Verwertungen abklären, gleich in einem Schwung? Können wir machen. Es ist ja nur dieser nicht existierende Film und Hörbücher. Deutsch und Englisch. Und es gibt, und da werden wir, glaube ich, irgendwann mal was drüber machen müssen, es gibt eine ganze Reihe an Comics. Also mehr als 60 Comichefte, die bei Marvel erschienen sind, die
die Vorgeschichte des Dunklen Turms erzählen. Und also, sie sind wirklich, wirklich gut. Sie sind wirklich gut, ja. Und teuer, aber wirklich, wirklich gut. Dann werde ich vielleicht doch mal irgendwie gucken, dass ich mir davon mal eins besorge. Ja. Den ersten Band habe ich, den kann ich dir gerne mal zukommen lassen. Gerne. Also es besteht eigentlich aus drei Kapiteln. Der erste ist The Dark Tower. Und diese Kapitel bestehen also nochmal aus Miniserien. Es waren also keine fortlaufenden Comicreihen. Irgendwie schon, aber es waren halt Serien aus Miniserien. Und dieser erste erzählt die Vorgeschichte von Roland, erzählt die Schlacht auf dem Jericho Hill und so weiter. Der zweite Teil ist dann The Gunslinger, also schwarz und ein bisschen mehr. Unter anderem ist hier auch die kleinen Schwestern von Illuria enthalten. Und der dritte Teil war dann The Drawing of the Three. Also, Moment, das war nicht drei, das war tot, oder? Ich komme immer durcheinander. Ja. Also ja. Das zweite Buch, ja. Auch zeichnerisch sehr schön, gut geschrieben, kann man echt empfehlen. Und wenn ich weiß, wie wir es machen, werden wir vielleicht auch mal darüber reden. Und es ist halt wirklich, zumindest der erste Teil, sehr viel außerhalb der Bücher, also sehr viel Zusatzmaterial. Ich habe mir den damals zum Beispiel geben lassen, weil ich das Magiesystem ja im Turm fantastisch finde. Und da sind zum Beispiel wahnsinnig viele Sachen drin, die nur in den Comics drin sind. Gut. Dann haben wir noch den Weg zum Dunklen Turm. Oder nee, wie hieß diese Buchreihe? Die Konkordanz, meinst du? Ja. Ja, genau. Von Robin Firth. Also King hat sich, als er dann sich dran gemacht hat, die letzten drei Bände zu schreiben, hat er gesagt, ich setze mich jetzt hier nicht mehr hin mit Textmarker und Post-its und lese alles nochmal durch. Ich stelle mir jemanden dafür an, und das wäre eben diese Robin Firth, und die hat aus ihren ganzen Zusammenstellungen zwei Bücher gemacht. Also es sind sowas wie die ultimativen Nachschlagewerke für alles, was man da mal schnell nachgucken will. Und auch hier richtig, richtig gut. Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit den Verwertungen durch. Und Freunde, gebt mir eine Bilanz. Wir haben jetzt das Ende erreicht. Ich will jetzt noch nicht unbedingt eine Bewertung haben, aber seid ihr glücklich, seid ihr unglücklich, seid ihr wütend? Ich habe ja vor langer Zeit die Bücher gelesen, kann mich ja, wie ich schon sagte, nur rudimentär an die anderen Bände erinnern. Wenn ich jetzt den ganzen Zyklus so aus der dunklen Erinnerung, dann hat er mich halt wirklich durch eine lange Zeit begleitet, durch eine, sage ich mal, auch etwas spezielle Zeit, und hat damals sehr viel in mir bewegt, das weiß ich noch. Und ich fand es deshalb auch so, deswegen hatte ich auch das Bedürfnis, wenigstens diesen letzten Band nochmal zu lesen. Und der hat mir auch mit Hilfe von, ich habe dann eure Podcast-Folgen nochmal gehört, hat er mir doch nochmal so ein Gefühl für die Zeit damals gegeben. Und ich finde es jetzt im Gesamtwerk, finde ich es eine doch sehr, ja, fast schon großartig, möchte ich sagen. Mhm. Hendrian? Entschuldigung, ich war gerade am Rauchen. Ja, nein, ich finde das eine wirklich tolle Reihe. Unglaublich Spaß gemacht, und gerade auch mit dem Ende, wo es wieder von vorne losgeht, das hat so schön gepasst, also Daumen hoch, okay. Lese ich nochmal. Jonas, es war ja jetzt auch dein erstes Mal mit dem Turm. Ist es so geendet, wie du gedacht hast, oder schlechter, besser? Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Weil ich war sehr gespannt, wie er das zum Abschluss bringt, dass er daraus einen Kreislauf macht und im Prinzip kein richtiges Ende schafft. Das fand ich einen netten Kniff, und doch, ich find's gut. Ich bin zufrieden. Es gibt Höhen und Tiefen bei dem ganzen Ding, aber ich bin jetzt auch froh, dass das Ganze durch ist.
Und ja, dass ich es ja jetzt komplett habe, zumindest was die Romane angeht. Und so dieser ganze Aufbau, den wir hatten, mit all diesen Querverweisen und all diesem Quatsch und was ja auch ein großen Teil dieser Basis dieses Podcasts ist, war es das wert? Auf jeden Fall. Okay. Flo, dich frage ich jetzt auch wieder. Ich meine, wir haben es beide zum 5. Mal gelesen. Was soll ich dich eigentlich fragen? Aber ja, es... Ich fange mal an. Schwarz ist interessant. Ich finde es cool, aber tatsächlich nicht unbedingt so wirklich ein richtig gutes Buch. Und trotzdem macht es unheimlich Spaß. Drei Todglas und auch Wolfsmond, die Geschichte, das hat für mich unheimlich viel. Höhen, hat auch Tiefen. Großartig. Susanna war so ein bisschen schwächer, ist für mich einfach so ein Zwischenstück gewesen. Und dann kam jetzt halt hier der Turm. Und ich muss sagen, so am Ende bin ich froh, dass er durch ist. Ich bin aber froh, dass es auch so endet, dass es einfach wieder vorne anfängt. Es ist ein großartiges Ende. Dieser letzte Band hat viele Probleme. Die ganze Reihe hat Probleme, aber ich finde sie großartig. Und ja, der Turm steht im Mittelpunkt von Kings Werk und das nicht zu Unrecht. So, und ich habe gerade zu diesem speziellen Buch ein ganz großes gespaltenes Verhältnis. Ich liebe die Reihe, ich finde sehr viele Teile, also vielleicht 30% insgesamt aus der ganzen Reihe, könnte man ohne Probleme wegstreichen. Aber das liegt daran, dass ich ein erlebnisorientierter Mensch bin, der gerne eine Handlung hat und ein Ziel. Die Bösewichte, wie gesagt, so, aber ich liebe die Reihe. Ich kann nicht, ich wünschte, ich würde sie nicht so lieben, wie ich sie liebe, aber ich liebe sie. Und ich finde den Abschluss fantastisch, auch wenn dieses letzte Buch massive Probleme hat. Ich habe nur jetzt immer noch das Problem, und das habe ich auch schon die ersten 4 Mal gehabt, wo ich es lese. Ich weiß nicht tatsächlich ehrlich, ob ich jetzt, wo der Turm abgeschlossen ist, die Bücher, die jetzt noch kommen, noch genießen kann. Für mich, ganz persönlich, müsste das eigentlich der Abschluss von Kings Schriftstellerei gewesen sein. Und das ist es nicht, und ich bin bis heute nicht sicher, ob ich ihm das übel nehme. Er hat ja tatsächlich drüber gesprochen, dass er das dass er aufhören würde. Wenn ich mir angucke, was kommt, du wirst auch weiterhin Spaß haben. Bei weitem nicht mit jedem Buch, aber doch, ich denke schon. Aber rein, das ist mehr ein Prinzip als eine Qualitätsfrage. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist noch nicht zu Ende erzählt. Und ich rede jetzt nicht von Wind. Also wir kehren ja nochmal zum Dunklen Turm zurück. Er hat ja 2012 das Buch Wind Through the Keyhole veröffentlicht, aber im Deutschen einfach Wind. Das ist dann so der Band 4,5 vom Dunklen Turm. Den besprechen wir dann, wenn wir soweit sind. Da habe ich auch eine ganz besondere Meinung zu. Aber nein, es gibt immer noch Punkte. Sagen wir, die Zeit verläuft ja auch nicht linear. Okay. Ja. Ich glaube, wenn ich mir so eure Leseliste angucke, ich glaube, ich habe tatsächlich nach der Turm aufgehört, King zu lesen. Ich eben auch. Ich habe seit dem Turm nichts mehr gelesen. Ich habe dann, das letzte Mal im letzten Durchgang, habe ich quasi die Turmromane alle gelesen, in inhaltlich chronologischer Reihenfolge. Und daraufhin habe ich eben Wind damals auch gelesen. Aber ansonsten bin ich ab jetzt für jede zukünftige Folge, die in diesem Projekt kommt, außer Wind, komplett blind. Ich habe seit dem Turm nichts mehr von King gelesen. Also, es werden spannende Folgen, die auf uns zukommen. Gut. Bevor wir aber ungebackene Brötchen essen, würde ich sagen, bringen wir diese Folge erstmal zu Ende. Und da müssen wir natürlich nochmal ein bisschen über die Symbolik reden. Das ganze Konzept von Schildkröte als Wächter hatten wir ja schon, als Wächter des Guten, das Weiße und so weiter. Interessant fand ich hier tatsächlich dieses Konzept von der Künstler schafft und zerstört, bleibt aber Teil seiner Welt. Und das betrifft sowohl King als auch eben
Patrick. Die ganze Verschwörungstheorie von wegen Patrick als Sohn von Suzanne und Roland hatten wir ja schon jetzt ausführlich besprochen. Und dann, wie gesagt, die ganze Idee mit dem Rosenfeld und die Analogie zum Blutfeld und zum Schlachtfeld, auf dem alle seine Freunde geblieben sind, die, finde ich, ist da schon drin, aber wie gesagt, sie ist für mich auch unbefriedigend gelöst. Dann haben wir natürlich auch wieder diese Abendmahlszene. Wir haben die Versuchung Christi, zum Beispiel eben mit dieser Sache mit den warmen Fellen und so weiter. Auch schön fand ich hier, aber wir haben auch hier wieder die King-obligatorische Religionskritik. Da fällt mir jetzt wieder nur ein Zitat. Nicht, dass er sonderlich fand, ein religiöser Spinner zu sein. Durchaus nicht. Diese Gedanken an Gott und den Himmel behielt er strikt für sich. Für den Rest der Welt war ein ganz gewöhnlicher Kerl, der seine Arbeit tat. Eine Arbeit, die er bis zum bitteren Ende gut verrichten wollte. Er sah sich bestimmt nicht als Schurken, aber das hat doch wirklich noch kein wirklich gefährlicher Mann jemals getan. Ansonsten ist hier natürlich auch wieder wahnsinnig viel Freud-Symbolik drin. Das kommt dann vor allem, wie Hendrian schon sagte, das Horn. Aber natürlich auch diese ganze Windel-Thematik und Oedipus-Komplex-Thematik im Turm dann selbst, als er durch sein Leben wieder zurückgeht. Und interessant finde ich die Verbindung zum Tarot, denn wir spielen ja in der ganzen Serie mit Tarotkarten regelmäßig und der Turm im Tarot ist halt tatsächlich eine extrem disruptive Karte. Das ist halt eine Das ist ein Fluch. Den Turm zu ziehen ist ein Fluch. Das ist ein gewaltsamer Neuanfang. Von daher fand ich das Ende unter dem Aspekt noch viel witziger, als ich es eh tat. Es ist aber eben gleichzeitig ein du gräbst dir gerade dein eigenes Grab. Sei dir dessen bewusst. Und das ist also die ganze Tarotspielerei, da könnte ich alleine schon einen ganzen Aufsatz drüber schreiben. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Gut, habt ihr hier noch Symbolik, über die ihr reden wollt? Nö, mir fällt sowas ja eh nie auf. Geht mir ähnlich. Ich weiß, warum wir Freunde sind. Flo, du auch nicht, nehme ich an. Ich gucke gerade, ich hatte irgendwo noch was gefunden heute, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Okay. Lustig ist natürlich unter dem Aspekt der Wiederholung noch die rückwärts laufende Uhr. Gut. Flo, hast du jetzt alle deine Verschwörungstheorien und Ideen schon geäußert, die du äußern wolltest, oder wollen wir das jetzt an der Stelle entmerken? Ich glaube, das meiste habe ich schon erzählt. Es gibt noch unzählige Fantheorien. Die meisten sind aber echt weit hergeholt, wie es Fantheorien oft so an sich haben. Was ich aber so festgestellt habe bei meinen Recherchen, ist, wie unterschiedlich die Leute die verschiedenen Bücher doch bewerten. Da meine ich jetzt nicht unbedingt diese Bewertung, wie wir es hier machen. Es gibt ganz viele, die sagen, die letzten drei Bücher sind schlecht, die passen inhaltlich nicht zu den anderen oder auch vom Stil her. Das finde ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Es gibt ganz viele, die sagen, ja, Wolfsmond, das ist langweilig, so ein dickes Buch und es passiert nichts. Für uns war das Buch, glaube ich, eins der besten, weil es eben diese Western-Story hatte, die interessant erzählt war. Solche Sachen. Und natürlich das Ende, dass sehr viele Leute, was ich jetzt überhaupt nicht verstehen kann, sind die Leute, die sagen, ja, ich habe nach dem dritten Buch aufgehört. Entschuldigung, wie kann man nach diesem Cliffhanger Blaine de Mono aufhören? Da muss man wenigstens das vierte noch lesen. Ja, also die Leute sind sehr zwiegespalten in dieser Buchreihe. Ich kann es verstehen, aber es ist auf jeden Fall wert zu lesen. Gut, wollen wir kurz zu den Querverweisen gehen? Auch hier, wie gesagt, quasi rückwärts gerichtet, bleibt das relativ fragmentarisch, aber wir haben ja die Querverweisungen zum Turm und zu der Reihe ja quasi in den jeweiligen Romanen schon genannt. Aber ganz kurz, wir haben hier Kara Loves, was eine Verknüpfung zu Sarah Loves, zu Sarah ist.
Der Roboter Nigel spricht von Stilson. Das ist der wahnsinnig gewordene Präsident aus Dead Zone. Natürlich ganz viele Harry Potter Referenzen in die echte Welt. Ansonsten gibt es Referenzen zu Cujo, zu S natürlich, auch ein bisschen zu sie. Wie gesagt, ich habe noch die persönliche Fantheorie, dass das lustige Vieh in den Tunneln unter Schloss Discordia das Tier ist aus der grauen Masse. Und es gibt eine Szene, wo Susanna sich erinnert, wie sie ihre erste Periode kriegt und Stöpsel reingerufen wird. Und das ist eine Szene, die wir 1:1 so in Carrie haben. Es gibt auch Verweise auf Dinge, die erst noch kommen werden. Zum Beispiel in Puls, einem unserer nächsten Bücher, treffen Leute auf ein Kinderkarussell namens Charlie Chuff Chuff. Es wird hier im Wolfsmond wurde, ging es ja auch mal um das Kennedy-Attentat. Und darum wird es in der Anschlag gehen. Und in der Anschlag wiederum gibt es eine Szene, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, auf jeden Fall hört man da im Hintergrund etwas, dass das Brechen eines Balkens sein könnte. Mhm. Ja, in der Novelle Ur werden wir wieder auf niedere Männer treffen und auch ein bisschen was über den Turm erfahren. Also es steht uns schon noch ein bisschen was aus dieser Welt auch bevor. Okay, ist euch noch irgendwas eingefallen an Querverweisen, Hendrion, Jonas? Ich habe noch einen, da wird wirklich auf The Stand Bezug genommen. Mhm. Und da auch wieder ein Zitat. Aber diese spezielle Kopfbedeckung, die er aus einem bestimmten verlassenen Haus in der Kleinstadt French Landing, Wisconsin entlehnt hatte, hatte ihm wirklich kein Glück gebracht. Und das war Fleck kurz bevor er getötet wird. Mhm. War French Landing Stand? Ich habe French Landing immer mit Schwarzes Haus verknüpft im Geister. Und, ah, du hast recht. Mhm. Habe ich? Also ich weiß es nicht, ob ich recht habe. Ich glaube nur. Ja, ich glaube schon, ja. Aber wie gesagt, durch Fleck und so haben wir sowieso automatisch eine Stand-Referenz. Also es ist nicht falsch. Gut. Wollen wir zu den Zitaten gehen? Habt ihr Zitate? Ich hab noch ein paar. Dann ausnahmsweise ja. Dann fangen wir erstmal mit dem Hendrian an. Ein Mann, der seine schlechten Angewohnheiten nicht gut mit anderen teilen kann, ist ein Mann, der sie ganz aufgeben sollte. Das stimmt. Nee, das streiche ich. Soll ich mein zweites direkt auch? Dann kannst du deine Liste vervollständigen. Sein Magen machte sich erneut unverschämt bemerkbar. Manche Teile des Menschen besaßen kein Gewissen. Okay, Jonas? Ich erklärte ihm, auf diesen Gedanken sei ich nie gekommen, weil Petzen nicht Bestandteil meiner Erziehung gewesen sei. Er wirkte so fröhlich wie ein Trauermarsch. Er öffnete die Tür und trat über die Schwelle, ohne sich noch einmal umzusehen. Das, so hatte er festgestellt, war immer die einfachste Vorgehensweise. Mhm. Man lachte nicht mehr, weil Witze komisch waren, sondern weil der eigene Zustand komisch war. Okay. Er gab einen Siegesfurz von sich. Und das Letzte. Tu mir einen Gefallen und zitiere ihn nicht Roland. Weder jetzt noch niemals wieder, okay? Flo? Ich habe nur eins. Rette das Leben meines Freundes, dann retten wir deins, betete er zu Stephen King, zu einem Mann, den er noch nie gesehen hatte. Rette Eddie, dann lassen wir nicht zu, dass dieses Auto dich überfährt. Das verspreche ich, hoch und heilig. Hm. Tobi? Und was das Ende des Universums betrifft, lasst es kommen, wie es will, sage ich, in Eis, Feuer oder Nacht. Was hat das Universum jemals für mich getan, dass ich mich um sein Wohlergehen sorgen sollte? Mhm. Hast du noch mehr oder hast du nur das eine? Eins habe ich noch. Das verstehen jetzt manche vielleicht, manche nicht. Hey, Ladies and Gentlemen, willkommen bei Jengos. Ich bin Joe Collins und ihr seid's nicht. Ich habe... So viel hast du getan und so viel mehr hättest du noch getan. Ei.
Und alles ohne Hemmungen noch Skrupel. Und so wird die Welt der einst enden, dünkt mich. Kein Opfer des Hasses, sondern der Liebe. War die Liebe doch schon immer die vernichtendere Waffe. Außerdem, war es zu spät, der Gott von allem zu werden? Vielleicht ja noch nicht. Was konnte es wohl schaden, es wenigstens zu versuchen? Ich mag Fleck. Außerdem, schließlich wurde das Land jenseits von Fedig auch nicht Discordia genannt, weil dort die Touristenziele lagen. Und als letztes, das war kein schlechtes Leben, sagte Joe gerade. Nicht das Leben, mit dem ich gerechnet hatte, ganz und gar nicht. Aber dazu habe ich eine Erklärung. Leute, die genau das Leben führen, das sie erwartet haben, sind auffällig oft die, die Schlaftabletten nehmen oder sich den Lauf einer Schusswaffe in den Mund stecken und den Abzug betätigen. Habe ich irgendwas vergessen oder können wir zur Bewertung schreiten? Ja. Ja, ich habe was vergessen oder wir können schreiten. Mit Sicherheit haben wir irgendwas vergessen, aber ich glaube, wir können zur Bewertung schreiten. Wir haben, glaube ich, sehr viel. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, lieber Tobias, ich würde dir die Ehre erweisen, das erste Schlusswort zu haben. Ja, also ihr bewertet ja von 1 bis 19. 0 bis 19. 0 bis 19. Ich habe so einen Verdacht, weshalb. Ich war überrascht, ihr habt vor kurzem, ich glaube, das war Wolfsmond, habt ihr alle einmütig 17 Punkte vergeben. Das war das erste Mal überhaupt, ja. Dass ihr gleich, und ich fand es auch, ihr seid sonst sehr kritisch und ich bin, finde ich, im Verhältnis zu euch immer extrem unkritisch. Ich finde einfach Bücher toll und bin da, aber ich würde trotzdem diesem Buch nicht die volle Punktzahl geben, gerade wegen der Punkte, die ihr auch angesprochen habt, und ich finde, da muss vielleicht noch was anderes kommen, dass die 19 verdient, aber ich gebe 18. Okay. Dann würde ich sagen, Flo, bist du als nächster dran? Oh, das ist echt ein schweres Buch. Ich finde, dass es leider in großen Teilen etwas abfällt gegenüber den vorherigen. Es gibt richtig großartige Momente, die wieder ganz viel rausreißen. Auch der Schluss natürlich. Wir haben ja auch über all die negativen Punkte gesprochen. Also was mich stört, war der Umgang mit den Schurken. Ich habe Susanna 14 Punkte gegeben. Ich schwanke, ob ich hier 14 oder 15 geben soll. Also ich gebe 15 wegen dem Ende. Das haut nochmal einen Punkt drauf. Mhm. Aber es ist nicht das Beste der Reihe. Jonas? Ja, ich glaube, ich komme nicht umhin, mit diesem Abschlussbuch auch die ganze Reihe ein bisschen zu bewerten. Deswegen, ich bin irgendwie glücklich, das jetzt alles geschafft zu haben, durchzuhaben. Und auch wenn es seine Längen hatte, jetzt dieses Buch speziell, ich gebe 17 Punkte. Okay, Hendrian? Tja, das war ein echt gutes Buch. Der einzige Punktabzug, den ich geben würde, die Charaktere in diesem Buch waschen sich irgendwie sehr selten, die müssen sehr furchtbar riechen. Ich wäre bei 18 Punkten. Okay, dann muss ich jetzt leider die undankbare Aufgabe haben, dieses Buch schlechter zu bewerten als ihr alle. Denn ich komme tatsächlich nicht über 13 Punkte raus. Ja, ich gebe euch vollkommen recht, das Ende ist gut. Das Ende ist fantastisch und es ist auch würdig der Reihe. Das Problem ist, es ist kein gutes Buch. Ich habe irgendwann in diesem Podcast mal gesagt, wenn Bücher mich dazu bringen, dass ich schreien will, und sei es nur vor Wut, kann es kein schlechtes Buch sein, weil es was mit mir macht. Dieses Buch macht sehr viel mit mir. Ja, mich berühren die Tode der Leute. Ja, mich berühren einige Szenen auch negativ. Das ist aber okay, dass es das negativ tut. Was allerdings mein Problem ist, ich liebe diese Reihe viel zu sehr, als dass ich dieses Buch gut bewerten kann, nur weil es mich wütend macht. Und es macht mich zu einem sehr großen Teil nur wütend und ein ganz kleiner Teil davon macht mich glücklich und das ist das Ende. Und deswegen muss ich, ob ich will oder nicht, hier bei 13 Punkten bleiben.
Das finde ich interessant. Hättest du mich direkt nach dem Buch gefragt, hätte ich auch 13 Punkte gegeben. Es hat tatsächlich, die Gespräche hier haben tatsächlich das Ganze noch ein bisschen nach oben gebracht für mich. Okay. Gut, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, Schlussworte, letzte Wünsche? Oi. In diesem Sinne, ich glaube, besser machen kann ich es nicht. Deswegen bedanke ich mich ganz sehr bei dem Tobias Miguel. Vielen Dank. Es war mir eine große Ehre. Außerdem natürlich beim wundervollen Hendrion, unserer Lieblingsgeisel. Lange Tage und angenehme Nächte. Übrigens, die Folge zum Turm ist Hendrions 19. Folge gewesen. Huhu. Und ich bedanke mich auch beim großartigen Jonas. Immer wieder gern. Und natürlich auch bei dir, wundervoller Flo. Es war mir eine Ehre, wie immer mit dir zu diskutieren. Es war ein langer Weg bis hierher und ich freue mich, dass wir ihn weitergehen können. Und wir leben alle noch. Mehr oder weniger. Ja, und natürlich bedanke ich mich auch bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, dass ihr bis jetzt so weit mit uns durchgehalten habt, dass ihr so weit mit uns gegangen seid, dass ihr mit uns gesendet habt, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr mit uns interagiert habt. Es macht immer noch wahnsinnig Spaß, mit und für euch zu senden. Und wenn ihr jetzt mit mir neue Teambücher erforschen wollt, könnt ihr das gern tun. Meldet euch einfach bei uns, guckt auf unsere Leseliste, welche Bücher noch vor uns liegen. Und sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr mitmachen wollt. Es geht. Hm? Ja, tatsächlich, als nächstes besprechen wir ein sehr dünnes Buch, Colorado Kid, das ich glaube, ich kann hier sagen, dass es eine Richtung einschlägt, die King öfter jetzt verwenden wird. Wir haben noch keinen Gast. Na dann. Also meldet euch. Genau. Ihr braucht auch wirklich keine Angst zu haben. Wir haben sehr oft Podcast-Neulinge, die zum ersten Mal in Mikrofone sprechen. Wir haben auch wirklich überhaupt keine große technische Hürde, denn ihr braucht wirklich nur irgendein Mikrofon und Teamspeak. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, ist das auch kein Thema. Dann müsst ihr uns nur rechtzeitig Bescheid sagen und wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitmacht. Und wie gesagt, es sind uns alle Menschen willkommen. Fuchtelt einfach in unsere Richtung und wir werden uns dann um alles Weitere kümmern. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre und ich bedanke mich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Buch. Tschüss. Ciao. Ciao. Alter, ihr seid das merkwürdigste Quartett, das mir jemals zugewiesen wurde.